Wir setzen die Haushaltsberatung fort und ich rufe auf den Einzelplan 09. Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz mit den Beschlussempfehlungen des Haushaltsausschusses auf den Drucksachen 8609 und 8661. Berichterstattung haben die Abgeordneten Andreas Mattfeld, Frank Junge, Felix Banatschak, Carsten Klein, Wolfgang Wiele und Viktor Perli. Zu dem Einzelplan 09 liegt ein Änderungsantrag und ein Entschließungsantrag der Fraktion der AfD vor. Über den Entschließungsantrag werden wir morgen nach der Schlussabstimmung abstimmen. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 90 Minuten vereinbart. Ich eröffne die Aussprache und das Wort hat zuerst für die CDU-CSU-Fraktion Andreas Mattfeld. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Robert Habeck, auf den Monat genau vor 22 Jahren hat unser alter Kollege Ernst Hinzgen den damaligen Wirtschaftsminister Werner Müller und den Bundeskanzler Schröder eine solche Zugschlusslaterne überreicht. Und er wollte damit vor 22 Jahren symbolisieren, dass Deutschland das wirtschaftliche Schlusslicht in Europa ist. Da, lieber Robert Habeck, sind wir jetzt wieder. Und vielleicht nehmen Sie nachher diese Zugschlusslaterne einfach mal mit in Ihr Büro, damit sie tagtäglich daran erinnert, dass Sie energiepolitisch und dass Sie wirtschaftspolitisch falsch abgebogen sind. Und ich befürchte allerdings, dass der deutsche Wirtschaftswaggon bereits auf dem Abstellgleis steht, weil er durch Ihre Politik durch und durch sanierungsbedürftig geworden ist. Und ich befürchte auch, dass der Zug der starken Wirtschaftsnationen uns leider gar nicht mehr ankoppeln will, da wir mit unserer Fahrtgeschwindigkeit und vor allen Dingen unserer Technik im energiepolitischen Bereich schlichtweg mittlerweile eine Belastung für alle aufstrebenden Nationen geworden sind. Und Sie, Herr Habeck, Sie blenden alle globalen Veränderungen aus, halten, koste es, was es wolle, an Ihrer ablehnenden Ideologie im Bereich der Energieversorgung. Und was ich noch viel schlimmer finde, wir sehen es im Haushalt, an der Forschung bei der Kernfusion fest. Und Herr Habeck, Sie ignorieren komplett, dass andere große Industrienationen Ihren Weg nicht mitgehen wollen. Sie haben uns damit zum gefährlichen wirtschaftspolitischen Geisterfahrer gemacht. Und dabei stellen Sie nicht einmal in Frage, dass Sie selbst falsch abgebogen sein können. Nein, nein, Herr Habeck, Sie machen diesen Vorwurf allen anderen, die Ihnen entgegenkommen. Und dabei reden Sie sich ein, dass nur Sie den richtigen Weg kennen. Und Sie halten sich leider auch moralisch und häufig auch intellektuell für überlegen. Das ist noch nie richtig gut gegangen. Und meine Damen und Herren, weil es viele Zwischenrufe hier sind, ja, Krisen, die gab es schon immer. Aber war es unter Unionszeiten so, wenn wir eine Krise hatten, dass das Ausland in diesen Krisen gelitten hat, wie die geprügelten Hunde, so haben die Menschen und auch die Unternehmen in Deutschland damals durch kluge Unionspolitik hiervon kaum etwas gespürt. Mehr noch, wir hatten in dieser Phase sogar die Kraft, die wirtschaftliche Kraft, vielen Ländern in der Eurokrise zum Beispiel beizustehen. Und meine Damen und Herren, wir sind seinerzeit gestärkt aus der Krise hervorgegangen. Wir konnten Schulden tilgen. 16 Jahre Union bedeuten auch stabile Beiträge für die Renten, für die Krankenversicherung. 16 Jahre Union bedeuten eine Politik des Auskommens mit vorhandenen Steuermitteln und einer offensiven Investitionsquote, die eben einander nicht ausgeschlossen haben. Und heute ist Deutschland wieder, Herr Habeck, wie zu grün-roten Zeiten Schlusslicht mit einer Rezession von voraussichtlich minus 0,3%. Und damit liegt Deutschland hinter den Industrieländern, die mit 1,5% wachsen. Und sogar die kriegsgebeutelte Ukraine wächst mit 2%. Und das sanktionsbelegte Russland wächst mit 2,25%. Und dabei, meine Damen und Herren, brauchen die Menschen doch gerade jetzt Zuversicht. Sie brauchen Zuversicht, Vertrauen in die Zukunft und sie erwarten Verlässlichkeit und politische Professionalität. Das sind alles Attribute, die Sie in Ihrer Amtszeit leider nicht gezeigt haben. Und das Bundesverfassungsgericht, das hat Ihnen ja deutlich die Leviten hier gelesen. Und wenn wir von Haushaltspolitik sprechen, der Steuerzahler gibt Ihnen mit 11 Milliarden Euro und noch zusätzlich für Programmausgaben im Klimafonds fast 50 Milliarden Euro an die Hand. Die kann man vernünftig einsetzen, um die tiefgreifende Rezession zu überwinden.
Aber anstelle diese enormen CO2-Einnahmen und Rücklagen wirklich für eine ausgewogene Klimapolitik zu nutzen, dampfen bzw. streichen Sie die vernünftigen Klimaprojekte so massiv ein, dass sie leider keinerlei Wirkung mehr zeigen. Sie dampfen sie aber auch ein, Herr Kollege Habeck, um Subventionen für die Ansiedlung der Halbleiterindustrie für mit Verpflichtungsermächtigungen fast 20 Milliarden Euro im KTF freizumachen. Und verstehen Sie mich nicht falsch. Auch ich will diese Halbleiterindustrie. Sind die Gespräche hierzu schon in der alten Regierungszeit geführt worden? Die Finanzierung hierfür, die hat aber nun rein gar nichts mit Klimapolitik und damit schon gar nichts im Klimatransformationsfonds zu suchen. Und Herr Habeck und auch die Koalitionshaushälter, wir haben Ihnen und gerade ich habe Ihnen einen sehr breiten Vorschlag unterbreitet, wie wir Wohlstand und Wachstum in Deutschland generieren. Zahlreiche Anträge habe ich Ihnen an die Hand gegeben, und weil ich wusste, dass Sie diese Anträge sowieso ablehnen, habe ich gesagt, schaut doch bitte mal in diese Anträge rein. Hier steht sehr, sehr viel Kluges drin. In einer Krise arbeitet man dann auch in der Opposition oder mit der Opposition zusammen. Sie haben hier noch nicht einmal reingeschaut. Sie hätten es so abgelehnt, aber ich hätte erwartet, Sie hätten hier reingeschaut. Das haben Sie nicht gemacht. Sie hätten vieles übernehmen können. Denn es ist hier viel Kluges drin. Viel Kluges, was die Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur anbelangt. Für die Mittel der Deutschen Zentrale für Tourismus hätten wir massiv gerne das Ganze aufwachsen lassen. Digitale Technologien kommen viel zu knapp rüber, und die Entwicklung auch der Luft- und Raumfahrt ist nicht richtig ausreichend bemessen. Dasselbe gilt für die Fachkräftesicherung und die Stärkung des Handwerks und nicht zuletzt die Außenwirtschaft mit unseren Auslandshandelskammern und der GTAI haben Sie nicht so gestärkt, wie das in einer Krise notwendig sein sollte. Ja, meine Damen und Herren, die Vorschläge, Sie können jetzt dazwischen brüllen, die Vorschläge von uns, die haben Sie nicht einmal interessiert. Das kann man in einer Hochkonjunkturphase machen. In einer Krise so zu agieren, das ist nicht klug. Herzlichen Dank. Andreas Mattfeld für die CDU-CSU hat hier die Debatte über den Einzelplan 09 Wirtschaft und Klimaschutz hier begonnen. Dass das die Auseinandersetzung, das gesprochene Wort hier am Pult gilt und weder mit Symbolen, Laternen oder sonst was gearbeitet wird. Und ich bitte alle darum, sich daran zu halten, bevor hier demnächst noch größeres Gerät in den Saal getragen wird. Also ich bitte in Zukunft wirklich davon abzusehen, das haben wir miteinander vereinbart, und ich bitte, sich wirklich daran zu halten. Und jetzt gilt wieder das gesprochene Wort. Und jetzt hat das Wort für die Fraktion Bündnis 90 die Grünen Felix Banatschak. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege Mattfeld, ich habe mich zu Beginn gefragt, ob die Laterne aus dem Studio von Karin Mioska war, wo Herr Friedrich Merz letztens war. Aber die war ein bisschen moderner noch als das, was Sie mitgebracht haben. Aber in der Tat spannend, dass jetzt das ganze Haus ein bisschen einen Einblick in unsere Debatten im Haushaltsausschuss bekommen hat. So läuft es nämlich häufiger. Meine Damen und Herren, wir leben ja in aufgewühlten Zeiten. Wir sehen das an den vielen Protesten im Land in ganz unterschiedliche Richtungen. Wir sehen, dass etwas in Bewegung ist. Und das ist ein Zeichen dafür, dass diese Gesellschaft in der Tat vor schwierigen Entscheidungen steht und in der Tat in einer Situation ist, wo man ja vielleicht das ein oder andere Mal ein bisschen über den Tag hinausdenken sollte. Ich fand es sehr gut, und ich glaube, das teilt die große Mehrheit in diesem Haus. Ich fand es sehr gut, dass nicht nur sehr viele Menschen, die vielleicht noch nie demonstriert haben, in den letzten Wochen auf der Straße waren, um gegen die rechte Gefahr zu demonstrieren, sondern es auch einen Unternehmensappell gab, der ganz deutlich auch noch mal vor den Folgen dieser Politik für unseren Wirtschaftsstandort gewarnt hat. Man tut der generellen Kritik am Rechtsextremismus keinen Abbruch, an der Menschenfeindlichkeit, am Hass, an der Niedertracht, wenn man auch darauf hinweist, dass diese Politik dieses Land in den wirtschaftlichen Untergang führen würde. Das müssen alle wissen. Es ist gut, dass sich Unternehmerinnen und Unternehmer in diesem Land so klar positionieren.
Es gibt aber nicht nur in dieser Frage Appelle aus der Wirtschaft. Jetzt ruhigen Sie sich doch mal. Halleluja. Es gibt nicht nur in dieser Frage Appelle aus der Wirtschaft. Ich fand es auch sehr gut zu sehen, dass sich eine große zweistellige Zahl von Unternehmen an die Politik gewandt hat und gesagt hat, bei dem, was vor uns steht, wenn wir dieses Land im internationalen, im harten, im zugespitzten internationalen Wettbewerb um die Zukunftstechnologien wettbewerbsfähig halten wollen, dann müssen wir auch ein paar Scheuklappen überwinden und neu denken in der Haushalts- und Fiskalpolitik. Das ist ein gutes Zeichen, weil es zeigt, dass diese Debatte keine ist, die nur von einem hier im Haus geführt wird, sondern ganz breit in dieser Gesellschaft. Und dass es Aufrufe gibt von auf der einen Seite Jens Südekum und auf der anderen Seite Clemens Fuß und auch Michael Hüter, die sagen, lasst uns darüber nachdenken, wie wir in dieser Zeit mit Geld, mit staatlichem Geld so umgehen, dass wir jetzt investieren, damit wir in 5, in 10, in 20 Jahren die Dividende dafür einfahren. Das ist ein gutes Zeichen. Diese Debatte sollten wir gemeinsam führen, auch wenn wir an der einen oder anderen Stelle noch nicht gemeinsam darauf schauen. Wir kommen jetzt heute an den Abschluss eines Haushaltsverfahrens, das für uns alle herausfordernd war. Es war vor allem für die Menschen in diesem Land und für die Unternehmerinnen und Unternehmer herausfordernd, die nämlich bis heute keinen abgeschlossenen Haushalt haben und darauf warten, dass jetzt Klarheit ist. Und es war aber deswegen auch ein gutes Zeichen, dass diese Bundesregierung und namentlich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck Signale der Zuversicht und Signale der Entspannung auch schon in der Zeit der Unsicherheit gesendet hat. Ich habe in einer meiner letzten Reden vom Aufatmen in Duisburg gesprochen, als im Sommer des letzten Jahres der Förderbescheid für eine Stahldirektreduktionsanlage Wasserstoffbetrieben überreicht wurde. Und es war ein mindestens genauso wichtiges Signal, dass er noch im letzten Jahr im Saarland war, wo genauso und noch mehr Menschen auf dieses Signal gewartet haben. Danke, dass die Bundesregierung in schwierigen Zeiten handlungsfähig war, mit Unterstützung des Parlaments, zumindest der Mehrheit dieses Parlaments. Mit diesem Haushalt stellen sich Fragen für die Zukunft. Wir sehen, dass an vielen Stellen Einsparungen gemacht werden mussten, auch Einsparungen, ja, Herr Kollege Mattfeld, die uns wehtun. Aber wenn man insbesondere nicht nur auf den Einzelplan 9, sondern auch auf den Klima- und Transformationsfonds guckt, dann muss man doch mal feststellen, dass die wichtigen Programme für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes in ihrer Substanz erhalten und in Teilen ja sogar gestärkt wurden. Wir werden dieses Land klimaneutral machen und als Industriestandort erhalten. Sie können noch so viel darüber meckern. Es wird passieren, weil dieser Haushalt und die nächsten Haushalte dafür die Grundlage legen. Und jetzt habe ich gerade diesen Stapel gesehen. Und nur damit hier keiner eine falsche Vorstellung hat. Im Haushalt stellt man Änderungsanträge normalerweise so, dass man sagt, hier wollen wir 10 Millionen mehr und die nehmen wir dann an der anderen Stelle. Das heißt, den einen kann man sagen, wir haben uns für euch eingesetzt und den anderen muss man sagen, tut mir leid, ihr wart uns nicht gleichermaßen wichtig. Diese Mühe hat sich die Unionsfraktion nicht gemacht. Und insbesondere beim Klima- und Transformationsfonds war das besonders peinlich, Herr Mertfeld, besonders peinlich. Sie haben gesagt, das darf doch nicht gekürzt werden. Und das Programm, Moment, das ist ja auch mein Wahlkreis betroffen. Und nein, das geht auch nicht. Irgendwo wird die Regierung schon das Geld finden. Vielleicht einfach beim Klimaschutz, beim internationalen Klimaschutz. Und gestern haben sie sich aufgeregt, dass beim internationalen Klimaschutz nicht getan würde. Ich finde, dieses Land hat in einer solchen schwierigen Zeit, wo so viele Menschen verunsichert sind und auf die Straße gehen, eine bessere Opposition verdient. Der nächste Redner hier in der Debatte zum Einzelplan 09 Wirtschaft und Klimaschutz kommt von der AfD, Wolfgang Wiele. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, die sogenannte Energiewende ist unbezahlbar. Und Deutschland wird nur eine gute Zukunft haben, wenn wir die grüne Ideologie auf den Schrotthaufen der Geschichte werfen und zur Vernunft zurückkehren. Dass Ihre Politik unbezahlbar ist, Herr Minister Habeck, wissen Sie doch schon lange. Nur deshalb hat auch die Koalition die Verfassung gebrochen und 60 Milliarden Euro in ihren grünen Ideologie-Geldspeicher verschoben. Ich spreche vom Klima- und Transformationsfonds.
Nach dem Urteil aus Karlsruhe war die Panik in der Ampel doch groß. Die Gründungslüge der Koalition war geplatzt. 60 Milliarden fehlten, die übrigens nie da waren. Es war ja kein Geld auf dem Konto, es waren ja nur Kreditermächtigungen. Um die zu ersetzen, erhöhen Sie Steuern und Abgaben und lassen die Bürger leiden. Sie hätten bei Ihrer Ideologie den Rotstift ansetzen müssen, Herr Habeck. Sie haben keinen. Hier, den bekommen Sie von mir. Ihre Energiewende ist einfach unbezahlbar. Sie muss gestoppt werden. Heute weiß jeder, dass Ihr Parteifreund Trittin den Leuten Sand in die Augen gestreut hat, als er die Kosten mit einer Kugel Eis pro Monat verglich. Letztes Jahr sagte die Universität zu Köln alleine für die Zeit bis 2030 eine Kostenlawine von 1.900 Milliarden voraus. Letzte Woche kam heraus, dass nur die Erweiterung der Stromnetze bis dahin bis zu 750 Milliarden kosten wird. Die Universität hatte 400 angesetzt. Dazu kommen noch mal 60 Milliarden für neue Gaskraftwerke. Und jetzt hört man, 17 Milliarden fehlen alleine dieses Jahr beim EEG-Konto. Und rechnet man die Analyse der Stadtwerke Leipzig hoch, so kann Ihr Heizverbot noch mal zusätzlich 4.000 Milliarden Euro kosten. Nicht alles davon, meine Damen und Herren, muss der Staat bezahlen. Alles, was die Bürger hinblättern müssen, fehlt dann aber woanders, angefangen beim Essen. Für Subventionen und sozialen Ausgleich werden Sie Riesensummen brauchen. Die nächste Haushaltskrise ist also schon programmiert. Zusätzlich bastelt Ihr Haus schon an neuen Subventionsmodellen, den sogenannten Carbon Contracts for Difference. Ich sage voraus, das wird das nächste Fass ohne Boden. Unter dem Summenstrich werden am Ende gut und gerne 10.000 Milliarden Euro stehen, also 10 Billionen. Die sogenannte Energiewende ist einfach unbezahlbar. Das müssen Sie doch selbst erkennen in der Ampel. Deutschland wird nur eine gute Zukunft haben, wenn wir von der grünen Ideologie rigoros abkehren. Grün ist die politische Farbe des Abstiegs, aber blau ist die Farbe der Zukunft. Wir von der AfD-Fraktion zeigen, wie das geht. Wenn wir regieren, wird Deutschland die Kernkraft wieder nutzen und wir werden günstigen und sicheren Strom bekommen. Den Klimafonds lösen wir auf. Allein damit sparen wir über 40 Milliarden jedes Jahr. Ohne Probleme können wir dann Wirtschaft und Bürger um 20 Milliarden Euro entlasten, jedes Jahr von den CO2-Abgaben. Wir stärken die Energieforschung für die Zukunft, einschließlich Kernfusion. Wir helfen Deutschland, sich an wärmeres Wetter anzupassen. Aber wir hören auf, für eine Ideologie, für die es keinen wissenschaftlichen Beweis gibt, unser Land zu ruinieren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, unterstützen Sie die Anträge der AfD-Fraktion und lehnen Sie mit uns den Haushalt der Ampel ab. So hat Deutschland wieder eine Zukunft. Wolfgang Wiele war das für die AfD. Der nächste Redner kommt von der SPD, Frank Junge. Er ist auch Mitglied im Haushaltsausschuss. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Herr Wiele, wenn die AfD mal regieren sollte, dann, und das sage nicht nur ich, das sagen zahlreiche Wirtschaftsverbände, Felix Bananschak hat darauf verwiesen, dann wäre das eine Rückkehr zum Protektionismus, dann wäre das das Ende von Deutschland in einer Europäischen Union, dann gäbe es erst recht ein Fachkräfteproblem, weil die Menschen zu dieser Gesellschaft gar keinen Zugang mehr finden wollen. Und das wäre das Ende des Wirtschaftsmodells hier in Deutschland. Das wäre die Konsequenz von dem, was Sie hier beschreiben. Und Andreas Mattfeld, Zu deiner Rede möchte ich sagen, man hätte sie durchaus unter die Karnevalszeit verbuchen können. Denn euch und dir scheint ja verborgen geblieben zu sein, dass wir im Ranking der globalen Wirtschaftsnation Japan jüngst auf Platz 3 verdrängt haben. Das kann ja dann irgendwo nicht hinhauen mit dem, was du hier vom Bild vermitteln wolltest. Wir haben ohne jede Frage
Wir haben ohne jede Frage Probleme. Und an dieser Stelle vor allem auch deshalb, darauf will ich noch mal eingehen, weil wir generationenübergreifende Zukunftsaufgaben zu lösen haben, die jahrelang nicht gelöst werden konnten, weil wir mit den Auswirkungen von Corona immer noch zu tun haben und mit einer Energiekrise, die noch nie so stark war wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das will ich auch noch mal sagen, die Optimisten haben uns Anfang 2023 ein Abschwächen der Wirtschaftskraft in Höhe von -5% prognostiziert und die Pessimisten von -10%. Gelandet sind wir bei 0,4 minus und das ist etwas, was der entschlossenen Politik der Ampel zuzuschreiben ist. Wir haben für Energiesicherheit gesorgt, wir haben für bezahlbare Energie gesorgt, wir haben die Menschen in Milliardenbeträgen entlastet, wir haben damit Kaufkraft gestärkt und wir haben im Prinzip dafür gesorgt, dass die Wirtschaft weiter produzieren kann und nirgendwo das Licht ausgegangen ist. Und in diesem Missverhältnis muss man einordnen, dass man einen Alarmismus heutzutage überhaupt nicht gebrauchen kann. In dieser schweren Zeit heißt es, die wirtschaftlichen Stärken des Standorts herauszustellen, um an dieser Stelle auch dafür zu werben, dass private Investoren diesen Kurs der Bundesregierung mit unterstützen. Und hier will ich mit einem Halbsatz auf Herrn Dr. Mittelberg, der am Dienstag gesprochen hat, eingehen, der in einem Brustton des Vorwurfs davon gesprochen hat, dass wir für die -0,4% Rezession verantwortlich wären. Und das wäre die Schuld der Ampel. Ja, er hat recht. Aber hätten wir das nicht getan, so entschlossenerweise, dann wären die Konsequenzen für die Wirtschaft wesentlich verheerender gewesen. Und das blenden Sie im Rahmen Ihrer Story, die Sie erzählen wollen, komplett aus. Lassen Sie mich darauf eingehen, was wir in dieser Zeit trotzdem geschafft haben und weiter vorhaben. Wir haben in eine aktive Wirtschafts- und Industriepolitik investiert. Ich will nur als Beispiel nennen, dass wir mit TSMC in Dresden und mit Infineon in Magdeburg wesentliche Schritte unternommen haben, uns im Rahmen der Halbleiterindustrie resilienter zu machen. Wir beschreiten in Deutschland weiter den Weg, dass wir uns unabhängig machen von fossilen Energieträgern. Wir treiben die Energiewende voran. Wir haben an dieser Stelle im Rahmen des Hochlaufs der Wasserstoffinfrastruktur investiert. Die Dekarbonisierung der Wirtschaft unterstützen wir mit 4 Milliarden Euro. Wir fördern die Ladeinfrastruktur, damit Elektromobilität vorankommt. Wir unterstützen stromintensive Unternehmen, die an der Stelle Entlastung brauchen. Und wir investieren auch in Digitalisierung und in Mikroelektronik. Und wenn jetzt jemand meint, wir würden den Mittelstand aus den Augen verloren haben, dann kann ich denen auch eine Absage erteilen. Uns ist es trotz Kürzungen an andere Stelle und Umschichtung gelungen, auch bei der GRW, der Strukturfördermaßnahme für die strukturschwächen Räume, einen hohen Ansatz beizubehalten in Höhe von 700 Millionen Euro. Der ist insbesondere wichtig, um Strukturschwäche auch in den ostdeutschen Ländern zu bekämpfen. Und wir haben im Rahmen von Forschungs- und Innovationsprogrammen den Mittelstand gestärkt. Und bei der Frage Bildung, das Handwerk, das sind Maßnahmen, die an dieser Stelle gerade in diesem Bereich unglaubliche Hilfe leisten und im Prinzip Kürzungen verhindert haben. Das ist etwas, was am Ende unserer gesamten Wirtschaft zugutekommt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich zum Abschluss eins sagen. Ich glaube, dass wir mit unseren wirtschaftlichen Problemen, die wir ohne jede Frage haben, aber mit diesem Haushalt einen Kurs gehen, der uns Schritt für Schritt weiter aus dieser Krise bringt. Eine Verleugnung dessen, was wir in diesem Prozess von 23 bis heute auf die Beine gestellt haben, wäre nicht nur eine Ignoranz der Realität, es wäre am Ende auch ein Schlechtreden unseres Standortes im Rahmen des globalen Wettbewerbs, den wir alle irgendwo bestehen müssen. Und das kann sich unser Standort nicht leisten. Und wenn ich dann, und da will ich mit einem Appell an Ihre Fraktion enden, wenn ich dann höre, Herr Merz, von Ihnen, dass Sie uns förmlich in diesem Wettbewerb der Standorte die Kooperation aus für mich fadenscheinigen Gründen aufgekündigt haben, dann ist das für mich ein verheerend schlechtes Zeichen über das, was Sie an Verantwortungsbewusstsein in der Union haben. Dann ist das für mich das, was der Standort nicht braucht. Wir gehen als Ampel diesen Kurs und wir werden an der Stelle auch weiter aus der Krise kommen. Und deshalb bitte ich um Zustimmung zu diesem Haushalt. Sagt Frank Junge von der SPD. Meine Damen und Herren, der Bundeskanzler weilt heute in Brüssel zum EU-Gipfel und hat sich heute Morgen geäußert. Das wollen wir Ihnen schnell noch zeigen, nachdem Sie hier noch das Bild sehen, wo er eigentlich hier sitzen würde. Aber er ist, wie gesagt, in Brüssel. Olaf Scholz. Wir haben heute wichtige Beratungen.
Wir wollen das vollenden, was wir im Dezember angefangen haben, nämlich einen gemeinsamen Beschluss über die Überarbeitung des mittelfristigen Haushaltsrahmens zustande bringen, was ganz konkret aber natürlich vor allem bedeutet, dass wir die Haushaltsunterstützung für die Ukraine in den nächsten Jahren möglich machen wollen. Es geht um jedes Jahr 12 Milliarden Euro, zusammengesetzt aus Krediten und direkten Zuwendungen. Insgesamt 50 Milliarden bis zum Ablauf der Finanzperiode. Und das ist auch dringend erforderlich. Wir haben intensiv diskutiert in den letzten Tagen und Wochen. Und meine feste Überzeugung ist, dass das eigentlich möglich sein muss, wenn Europa sich als Gemeinschaft begreift, in der alle füreinander einstehen und auch einander helfen, Beschlüsse zu fassen. Wir haben gesehen, dass die Mitgliedstaaten wissen, wie ein solcher Beschluss aussehen soll. Und deshalb, glaube ich, ist jetzt auch der Zeitpunkt, ihn zustande zu bringen. Und ich werde mir sehr viel Mühe geben, mit vielen anderen einen Beschluss zu 27 möglich zu machen. Wir werden uns im Übrigen sehr intensiv beschäftigen mit der Frage, wie wir die weitere Unterstützung der Ukraine auch mit Waffen organisieren. Das ist etwas, worüber heute nicht zu entscheiden ist, aber die Diskussion muss dringend begonnen werden. Denn wir wissen, dass das, was bisher geplant ist, an ganz konkreter Waffenhilfe aus den einzelnen Mitgliedstaaten alles zusammen nicht genug ist. Deutschland leistet einen sehr, sehr großen Beitrag, allein mit im Haushalt für das laufende Jahr vorgesehenen Mitteln von über 7 Milliarden Euro und auch vielen Verpflichtungsermächtigungen, die noch dazukommen in den nächsten Jahren. Aber das betrachtet jetzt ist nicht genug für die gesamte Europäische Union. Und deshalb bin ich froh, dass wir die Gelegenheit haben, darüber jetzt zu sprechen, gerade weil das jetzt nicht dazu ansteht, eine Entscheidung zu treffen, aber dass alle sich einmal unterhaken und sagen, hier müssen wir jeweils für uns selber gucken, was wir noch an zusätzlichen Beitrag leisten können, dass eine Verständigung möglich ist. Zunächst mal ist es so, dass ich überzeugt bin, dass es heute darum geht, eine Entscheidung zu 27 zustande zu bringen. Und das muss auch das sein, was wir miteinander erreichen wollen. Meine Gespräche mit vielen haben ergeben, dass genau dieser Wille auch existiert. Und deshalb sollten wir auch nicht drumherum gehen und versuchen, irgendwelche Konstruktionen zu basteln, sondern das Ziel muss sein, das zu tun, wozu die Europäische Union aufgerufen ist, nämlich eine gemeinsame Entscheidung zu ermöglichen. Das bedeutet immer, dass alle ihren Beitrag leisten müssen, dass das auch tatsächlich funktioniert. Ich glaube, dass es jetzt notwendig ist, dass alle mehr tun und dass sie das auch zu Hause diskutieren, weil das ja doch eine ganz erhebliche Anstrengung ist, jetzt zusätzliche Mittel zu mobilisieren, damit die Ukraine ihr Land verteidigen kann. Aber es ist erforderlich. Wir wissen, dass die Zahlen, die wir jetzt gesehen haben, wenig aussagekräftig sind, weil wir keine Auskunft darüber haben, wer eine Auskunft gegeben hat, weil wir keine Auskunft darüber haben, ob das sich auf eine oder mehrere Jahre bezieht. Insofern geht es da gar nicht um eine Gesamtsumme jetzt zunächst mal, die man nicht weiter aufschlüsseln kann, sondern ja etwas, was nur aus innerer Verpflichtung auch funktionieren kann, aus innerer Überzeugung, dass es jetzt notwendig ist, einmal zu schauen, ob man mehr tun kann. Wir können uns nicht jeweils auf den anderen verlassen, dass der das schon macht, sondern das muss schon 27 Mal gesagt werden. Wir wollen alles dazu beitragen, dass die Ukraine in der Lage ist, das Land zu verteidigen. Schönen Dank. Ja, meine Damen und Herren, das war der Bundeskanzler heute Morgen in Brüssel vom EU-Gipfel, das Auftaktstatement. Weitere Informationen über den EU-Gipfel bekommen Sie natürlich auch hier bei Phoenix bei uns heute den ganzen Tag und auch morgen selbstverständlich. Wir sind zurück im Deutschen Bundestag. Hier wird der Einzelplan 09 Wirtschaft und Klimaschutz diskutiert. Und die Redezeit neigt sich zum Ende, aber wir wollen Ihnen dann noch Carsten Klein noch mal zeigen von der FDP. Zu stärken, denn eins muss uns doch allen klar sein, unser Wohlstand, wir alle leben davon, dass wir international wettbewerbsfähige Produkte am Markt verkaufen, die Unternehmerinnen und Unternehmer im internationalen Wettbewerb sich stellen können. Und deshalb, alles Gute in dieser Welt beginnt mit einem Traum und damit aus einem Traum Forschung, Innovation und ein Produkt am Markt wird, das unterstützen wir zum Beispiel im Wirtschaftsministerium mit Innovationsprogrammen. Aber diese Innovationsprogramme dürfen natürlich auch nicht
ideologisch verengt werden und eingeschränkt werden. Wir brauchen Freiheit in der Forschung. Wir brauchen Technologieoffenheit. Wir brauchen weniger Bürokratie und Erfolg muss sich wieder lohnen. Und deshalb bin ich Justizminister Marco Buschmann sehr dankbar für seine Entbürokratisierungsaktion. 3 Milliarden Euro Entlastung und ich bin dieser Bundesregierung dankbar, dass sie Entlastungen auf den Weg gebracht hat, die den Bürgerinnen und Bürgern, aber vor allem den Unternehmen die Kraft gibt, in die Zukunft zu investieren. Und deshalb will ich mit einem großen Appell noch mal an die Union schließen. Lösen Sie Ihre Wachstumsbremse im Bundesrat und stimmen Sie dem Wachstumschancengesetz endlich am Freitag zu mit Ihren Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten. Dann haben Sie wirklich was für Deutschland getan. Vielen Dank. Carsten Klein war das für die FDP. Die nächste Rednerin ist die Sprecherin für Wirtschaft der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Sie steht auch schon bereit, nämlich Julia Klöckner. Guten Morgen, sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Bundesminister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Also um es mal kurz festzuhalten, Herr Klein, man hat ja den Eindruck, wenn man so Ihre Reden auswertet, die Koalitionsfraktionen leben in einer kompletten Parallelwelt. Ich weiß nicht, ob Sie mitbekommen, was draußen los ist in diesem Land. Und auch um es festzuhalten, wir haben als unionsgeführte Bundesregierung 16 Jahre lang einen verfassungsgemäßen Haushalt vorgelegt. Sie haben noch nicht mal 2 Jahre gebraucht, um einen nichtigen Haushalt vorzulegen und das Image dieses Standortes, dieses Wirtschaftsstandortes Deutschland international zu ramponieren. 2 Jahre lang. Und Sie haben unseren Wirtschaftsstandort hin zu den Schlusslichtern gebracht. Das hätte keiner für möglich gehalten. Und deshalb können wir heute sehr klar feststellen, dass die Politik, dass dieser Theorieansatz von Bundesminister Habeck gescheitert ist. Sein Ansatz ist politisches Mikromanagement gepaart mit einer Subventionsspirale. Und das führt in die Sackgasse. Und das müssen Sie akzeptieren, denn alle Zahlen sagen es heute. Und ich will sie Ihnen auch nennen, die Zahlen, wie sie sind. Wir haben eine steigende Insolvenzrate. Im vergangenen Jahr zweistellig. Das wird so weitergehen. Wir sehen uns an, Sie loben sich, dass der CO2-Verbrauch zurückgegangen ist. Das ist nicht nur Grund zur Freude. Warum? Weil am Ende Produktion in Deutschland gedrosselt wird und verlagert wird ins Ausland. Schauen wir uns mal an. Sie kennen die Studien alle. Sie kennen sie, dass der Hebel, dass die Wirkung von CO2-Ausstoß und wirtschaftlichem Nutzen, Produktivität in Deutschland am höchsten ist. Wenn aber am Ende die Produktion ins Ausland abwandert, wird das produziert, was wir nicht mehr produzieren, zu viel höherem CO2-Ausstoß. Ist das Klimaschutz? Ist das wirklich ein Ansatz, der holistisch ist? Das ist doch ein Ansatz, der sich nur auf eine Kurzfristigkeit bezieht. Und ich weiß noch, wie wir hier geredet haben im Parlament. Da hieß es, die Union würde Deutschland schlecht reden. Wer schon eine schlechte Diagnose stellt, der kann niemals ein gutes Rezept für Wirtschaft und Wachstum auch vorlegen. Und aus dem Grund die Grünen, auch das zu Ihnen. Sie waren ja immer skeptisch, was das Thema Wachstum angeht. Sie haben uns immer Wachstumsfetischisten genannt. Jetzt langsam dämmert es Ihrem Minister, dass ohne Wachstum Ihre Ideen von Transformation überhaupt nicht funktionieren. Denn Bürgergeldempfänger werden diese Transformation nicht finanzieren können. Auch das müssen wir sehr klar sagen. Und vor einem Jahr wurde gesagt in der Wirtschaft, dass dieser Wirtschaftsminister kein Wirtschaftsminister, sondern ein Klimaminister ist. Wirtschaftsminister ist er heute immer noch nicht, aber Klimaminister ist er jetzt auch nicht mehr. Wir haben einen CO2-Ausstoß in diesem Land. Alte Kohlekraftwerke sind wieder am Netz. Die Kernkraftwerke sind abgeschaltet worden. Und Herr Klein, ich weiß nicht, ob Sie schon so sich ein bisschen auf den Weg des Kanzlers machen und sich nicht erinnern können. Aber die FDP war dabei, wie wir 2011 den Ausstieg beschlossen haben. Aber Politiker müssen auch die Chance haben, Entscheidungen zu revidieren. Und wenn die Kriterien sich ändern, wir sind in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage. Wir sind durchgereicht worden, was die Attraktivität unseres Wirtschaftsstandorts angeht. Wir haben Höchstpreise in der Energie. Der Innovationsbarometer von der DIHK erhoben seit 2008 war noch nie so niedrig, so wie er heute jetzt ist. Das zeigt doch, dass diese Kriterien unsere Wirtschaft nicht nur konjunkturell bedrohen, sondern strukturell langfristige Probleme mit sich bringen. Und in dieser Zeit kann man doch nicht an einer Idee festhalten, nur weil man die irgendwann mal in irgendeinem Kreis, an irgendeiner Hochschulgruppe der Uni miteinander beschlossen hat, wenn man mal an die Fleischtöpfe kommt. Das wird nicht gut gehen. Das schadet unserem Land. Und dann kommt der Wirtschaftsminister und ruft die Unternehmen auf,
Sie sollen patriotischer sein. Also sage ich Ihnen, Investitionen werden nicht dadurch hervorgerufen, indem man Appelle rauslässt, sondern indem man wirtschaftliche Rahmenbedingungen setzt. Nicht die Unternehmen müssen patriotischer werden, sondern diese Bundesregierung. Sie schadet nämlich unserem Land. Und dass Herr Habeck nichts mit diesem Land anfangen kann, er hat ja damals gesagt, dass er Patriotismus und dass er solche Vaterlandsliebe-Zitat zum Kotzen findet. Leider merkt man das. Julia Klöckner noch mit einem Haken gegen den Bundesminister, der jetzt als nächster hier das Wort erhält, Robert Habeck. Der Einzelplan 09 ist der Etat, den er zu verantworten hat. Wirtschaft und Klimaschutz. Frau Präsidentin, guten Morgen. Lassen Sie mich einmal zur Zugschlussleuchte zurückkommen, lieber Kollege Mattfeld. Vielleicht muss man sich einmal ein bisschen überlegen, was man hier sagt. Eine Zugschlussleuchte wurde in den 50er Jahren produziert und mit Petroleum betrieben. Eine Zugschlussleuchte als Symbol für die wirtschaftliche Kompetenz der Union, Wirtschaftspolitik mit Petroleum. Das ist das, was Sie hier vorgestellt haben. Aber nun steht die Leuchte ja unter Ihrem Schreibtisch im Block der Union. Ich glaube, da gehört sie hin. In der Tat ist darin eine höhere Wahrheit verborgen und vielleicht auch, um die Debatte ein bisschen zusammenzuführen, können Sie zugeben, auch liebe Frau Klöckner, dass ein Großteil der Probleme, die dieses Land gerade drücken, entstanden sind in den letzten Jahren, wie mit der Petroleumleuchte symbolisiert. Kein Ausbau der Infrastruktur, keine Investition in die Bahn, keine Digitalisierung, kein Smart Metering, kein Fachkräftezuwanderungsgesetz. Sehr geehrte Damen und Herren, wenn wir hier zusammenkommen wollen und wenn wir versuchen wollen, die Probleme zu lösen, dann rate ich zur Selbstkritik. Jetzt, wo Herr Merz gerade geht, lassen Sie mich in diesem Geiste auf die gestrige Debatte zurückkommen. Grundsätzlich, das muss man sich klar machen, was grundsätzlich bedeutet, nämlich fundamental sind wir anderer Meinung, hat der Oppositionsführer gesagt. Wir diskutieren nicht mit Ihnen, wörtliches Zitat. Wir stellen keine Anträge, um keine Debatte zuzulassen, hat er gesagt und die Zusammenarbeit ausgeschlossen. Sehr geehrte Damen und Herren, vor allem sehr geehrte Damen und Herren von der Opposition, von der demokratischen Opposition, ich glaube, diese Ausführungen sind in vierfacher Hinsicht falsch. Erstens fragt man sich natürlich, mit wem Sie denn in Zukunft irgendwann mal regieren wollen, denn Sie werden bei aller Hybris nicht glauben, dass Sie eine Alleinregierung stellen. Sie werden also irgendwie diskutieren müssen. Zweitens ist es materiell falsch. Ich kann Ihnen sagen, dass in meinem Haus sich Bitten aus Ihren Wahlkreisen, auch von Abgeordneten, die hier gerade für Ihren Oppositionsführer geklatscht haben, gesagt, stapeln, wo Sie bitten, dass wir Ihnen helfen, Subventionen für Unternehmen in Ihrem Wahlkreis zu geben. Und zwar Subventionen aus den Programmen, die Sie hier gerade madig machen. Drittens kann ich Ihnen sagen, dass ich eine exzellente Zusammenarbeit habe mit den Ministerpräsidenten aus Ihren Reihen und den Wirtschaftsministern und Energieministern aus Ihren Reihen. Wer ist eigentlich dieses Wir, von Ihnen Sie reden? Es kann nicht für die ganze Opposition, es kann nicht für die ganze Union stehen, denn die Zusammenarbeit mit den Kollegen in den Ländern ist exzellent und ausgezeichnet. Und viertens, und das ist vielleicht das Bedenklichste, glaube ich, haben Sie verkannt, was dieses Land gerade will und was es braucht. Es sind seit Wochen jetzt Menschen auf der Straße, zu Hunderttausenden auf der Straße, um gegen Rassismus, gegen Rechtsradikalismus und gegen Faschismus zu demonstrieren. Und es ist ein bisschen schwierig als Regierungsmitglied, dazu die richtige Sprache zu finden, weil ich natürlich Teil der politischen Debatte bin. Aber als Bürgerin, als Bürger und als Mensch dieses Landes, wie wir gestern bei der bewegenden Trauerfeier gehört haben, will ich sagen, das ist das Großartigste, das seit vielen Jahren hier entstanden ist. Es ist großartig, dass die Kraft und die Vielfalt des Landes sich so aus der Mitte der Gesellschaft heraus abbildet. Neben den Demonstrationen gegen Faschismus aber spricht für mich aus diesen Demonstrationen auch etwas anderes, nämlich der Wunsch, dass dieses Land zusammenkommt, miteinander redet, dass man unter Demokraten nicht den Hauptgegner untereinander sucht, sondern versucht, gemeinsam Lösungen hinzubekommen. Das spricht daraus und das ist das fundamentale Missverständnis, das gestern aus jedem Wort, das wir hier hörten, sprach. Sehr geehrte Damen und Herren, dieses Land hat
jeden Grund, selbstbewusst zu sein. Wir haben es gerade gehört, und mit Blick auf die Redezeit erspare ich mir die Aufzählung, so viele Krisen in den letzten Jahren, auch in den letzten Monaten, überstanden. Wegen der Kraft und der Vielfalt des Landes, weil so viele mitgemacht haben. Und lassen Sie mich deswegen nur abschließend in diesem Sinne, und weil ich weiß, wie viele Abgeordnete aus Ihren Reihen mich bitten, mehr Subventionen in Ihre Kreise, in Ihre Unternehmen zu geben, einen Vorschlag machen zum Elefanten, der im Raum steht. Alle diskutieren über die Schuldenbremse. Die Wirtschaftsunternehmen fordern sie ein. Die Zentralbank spricht darüber, dass Deutschland ein Problem hat. Die Banken wollen es. Die Unternehmen, der Wissenschaft, der Sachverständigenbeirat der Bundesregierung. Wir halten uns an den Koalitionsvertrag. Ich weiß natürlich, dass eine Diskussion über die Schuldenbremse in den derzeitigen Möglichkeiten nicht richtig ist. Aber es gibt vielleicht einen Weg, in diesem Sinne zusammenzukommen. Was wäre, wenn wir ein Sondervermögen einführen würden, um die strukturellen Probleme zu lösen, das dann ausgezahlt wird mit dem, was die Unternehmen zu Recht wollen, nämlich über Tax Credits, Steuervergünstigungen, steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten zu schaffen? Das ist das, was ich höre aus der Wirtschaft, von der Opposition, von den Liberalen. Ein Wirtschaftschancengesetz mal 10, vielleicht mal 50, um dieses Land nach vorne zu bringen. Was wir dazu brauchen, ist ein gemeinsames Gespräch. Um das bitte ich und zu dem lade ich ein. Dankeschön. Die Wirtschaftszahlen in Deutschland sind verheerend. Deutschland gleitet in die Rezession. Es stimmt etwas nicht. Und dem zuständigen Bundesminister fällt nur ein, dass man mehr Geld besorgen muss, um mehr Subventionen auszuschütten. Robert Habeck. Der nächste Redner jetzt hier, Enrico Comming für die AfD. Sehr geehrte Damen und Herren, Kolleginnen, sehr geehrter Herr Minister, ich habe Ihrer Rede aufmerksam gelauscht. Deutschland durchlebt einen Ampel-Albtraum und Ihnen fällt nichts anderes ein als ein weiteres Sondervermögen. Das kann ja wohl nicht Ihr Ernst sein. Deutschland geht am Stock und Sie, Herr Minister, Sie stellen Deutschland noch ein Bein. Alles, und wir haben es eben gerade wieder erlebt, alles, was Sie machen, ist rumzetern und den Kampf gegen rechts beschwören. Ich würde sagen, tun Sie endlich Ihre verdammte Pflicht. Dann müssen Sie sich auch vor den künftigen Wahlen nicht fürchten. Ihr hysterisches Chorgeheul ist nicht demokratisch, sondern totalitär. Und dieser Haushalt, Herr Minister, dient ausschließlich Ihrem eigenen Machterhalt und der Durchsetzung Ihrer sozialistischen Ökotransformation, Ihrer absolutistischen, orthodoxen Klimareligion. Statt mit guten Rahmenbedingungen ködern Sie Intel und Co. mit Milliarden. Sie wissen, die sind ganz genau so schnell wieder weg, wie sie gekommen sind. Aber so schafft man sich wenigstens für eine Zeit Klaköre in den Vorstandsetagen. Kein Problem können Sie damit lösen. Wir wollen das Steuergeld zurück zu den Menschen geben, nicht in Boni für Bosse versickert. Sie reden in Ihrem Vorwort zum Wirtschaftshaushalt von Wachstumspotenzialen, führen das Land aber mitten in eine handfeste strukturelle Rezession. Sie reden vom Land von Innovationen, vertreiben aber jegliche Industrieforschung. Sie sagen soziale Marktwirtschaft, errichten aber eine lupenreine Staatswirtschaft. Wir sagen Schluss damit, beenden wir Ihre im Übrigen weder soziale noch ökologische Transformation. Raus aus der Bevormundung, rein in die Freiheit. Dieses Land verdient wieder Chancen. Und das Steuergeld, wo gehört es hin? Das Steuergeld gehört in Bürokratieabbau, in die Infrastruktur, in Ausbildung und in mehr Netto vom Brutto, wenn Sie mit diesen Begriffen was anfangen können. Da muss man sicher heute sehr unsicher sein. Und dafür muss man sorgsam mit dem anvertrauten Geld umgehen. Diese Lehre hätten Sie aus der Ohrfeige des Bundesverfassungsgerichts ziehen müssen. Sie tun es aber nicht. Neue Tricksereien bei der Bahn, höhere Steuern für die Bauern. Ihre Regierung verpulvert Milliarden in die ganze Welt. Wir haben es gestern gehört. Gelder für Transgender-Elektro-Rikscha-FahrerInnen in Indien oder posttraumatische Belastungssyndrome von Hirtennomaden im Tschad. Nein, Herr Habeck, nicht die AfD ist eine Gefahr für Deutschlands Wirtschaft. Sie und Ihr Steigbügelhalter Christian Lindner sind es. Wir stehen für Freiheit und Marktwirtschaft, und deshalb lehnen wir Ihren Haushalt ab. Vielen Dank. Enrico Conning von der AfD war das. Der nächste Redner kommt von der SPD, Matthias Mirsch. Er ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Haushaltsdebatten sind immer Grundsatzdebatten, und ich finde, auch gestern hat man sehr deutlich gesehen, welche fundamentalen Unterschiede in diesem Haus bestehen. Lassen Sie mich zunächst sagen, Frau Dr. Weidel, das, was Sie gestern hier gezeigt haben, zeigt mir jedenfalls, mit welchem Hass Sie hier wirken und wie Sie diese Gesellschaft spalten wollen. Das darf nie passieren. Insofern sind wir stolz und froh, was gerade auf den Straßen hier passiert, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Frau Kollegin Klöckner, wenn Sie jetzt hier so tun, als ob Sie die Lösung hätten in der Atomkraft, sind Sie ja jetzt gleich wieder auch mit der AfD. Dann sage ich Ihnen, nehmen Sie eigentlich zur Kenntnis, dass alle drei Chefs der größten Energieversorgung hier in Deutschland erklärt haben, die Messe ist gesungen. Es ist keine Zukunftstechnologie. Nehmen Sie das doch mal zur Kenntnis. Aber Sie haben genau diese Fehler noch mal vor 10 Jahren schon gemacht, als Sie die Laufzeitverlängerung damals beschlossen haben. Und Sie haben das Gift in die deutsche Wirtschaft gesprüht, weil Sie zur Planungsunsicherheit dadurch beigetragen haben. Die Erneuerbaren sind in den Keller gegangen. Nein, wenn Sie hier wieder regieren würden, würde genau das Gleiche passieren. Chaos in der Energiepolitik, alles andere als verantwortungsvolle Politik, liebe Kolleginnen und Kollegen. Stattdessen haben wir es hingekriegt, trotz sehr, sehr schwierigen Rahmenbedingungen die Versorgungssicherheit in diesem Land zu gewährleisten. Was haben Sie alles beschrieben, welche Lichter ausgehen? Und wir haben durch die Energiepreisbremsen auch das Schlimmste verhindert, wohl wissend, dass die Energiepreise nach wie vor ein großes Problem sind. Aber Frau Kollegin Klöckner, so zu tun, als ob Atomkraft billig ist, verweise jetzt mal darauf, wir haben gerade einen Neubau in England. 21 Milliarden waren veranschlagt. Augenblicklich, und das Ding ist noch nicht fertig, sind wir bei 38 Milliarden. Machen Sie den Menschen doch nichts vor. Die Alternativen sind die Erneuerbaren und nicht die Atomkraft, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und einen zentralen Punkt, Konkretes bis dahin haben wir ja nicht von Herrn Merz gestern gehört. Aber ich habe mir die Mühe gemacht, noch mal seine Rede ein bisschen zu analysieren und zwischen den Zeilen zu lesen. Und deswegen will ich Ihnen noch mal hier sagen, wenn Sie sagen Subventionsspirale, Herr Merz hat die ganzen Förderprogramme, die wir im Heizungsbereich etc., die Milliardenprogramme aufgelegt haben, kritisiert. Das ist in der Tat ein fundamentaler Unterschied zu unserem Ansatz. Herr Merz sagt, statt der Förderprogramme verfügen wir über Wirksamsmechanismen über den Preis. Was heißt das? Gemeinsam haben wir 2019 den CO2-Preis, können Sie sich auch nicht mehr daran erinnern, von 45 Euro, den wir jetzt haben, beschlossen. Aber wenn der wirken soll, wenn Klimaschutz wirken soll über den Preis, dann heißt das, dass Sie bei 180 Euro plus sind. Das verlangen auch einige aus Ihren Reihen. Das müssen Sie dann sagen. Die Preise werden explodieren und die Leute, die nicht einfach umsteigen können, werden verzichten müssen. Deswegen geht kein Weg dran vorbei, dass wir die neue Infrastruktur erstmal aufbauen über Förderung, über Investitionen des Staates, bevor Sie darüber lenken können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für die FDP kommt jetzt Ihr stellvertretender Fraktionsvorsitzender Lukas Köhler hier ans Pult. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Anfang der Woche haben viele Unternehmen im Zuge der Klimawirtschaft in einer Allianz einen Brief an Bundesregierung und Opposition geschrieben. In der Opposition haben sie über konstruktive Zusammenarbeit gemahnt und die Regierung für verlässliche Rahmenbedingungen in der Klimapolitik, klare Ziele Richtung 2050, 2045 und weitere Gelder zur Finanzierung des Staates. Und man hört das in letzter Zeit öfters. Der Ruf nach Subventionen ist größer geworden. An diversesten Stellen hören wir das. Meine Damen und Herren, wir werden die drittgrößte Weltwirtschaft nicht durch Subventionen nach vorne bringen. Wir können die Unternehmen nicht an den Tropf der Subventionen hängen, sondern wir müssen sie in die Freiheit der Marktwirtschaft entlassen.
Und jetzt hat Minister Habeck gerade einen Vorschlag gemacht, und ich finde den einen Teil dieses Vorschlags absolut bedenkenswert. Es freut mich, dass wir darüber sprechen, dass wir die Steuerbelastung von Unternehmen reduzieren wollen. Das ist genau der richtige Ansatz, weil genau das die Rahmenbedingungen verbessert, um wirtschaftliches Wachstum in Deutschland wieder nach vorne zu bringen. Genau der richtige Weg. Aber der zweite Teil zur Schuldenbremse ist genau der falsche Weg. Wir haben ein Riesenproblem gehabt im letzten Jahr, in den letzten Jahren. Wir haben eine Inflation gehabt, die den Leuten das Geld aus der Tasche genommen hat. Und wir haben es geschafft, durch kluge Haushaltspolitik, durch kluge Finanzpolitik in Unterstützung der EZB dafür zu sorgen, dass wir bei einer Inflation von 2,9% sind. Und das ist eine wahrlich gute Nachricht. Wir müssen darüber nachdenken, und das werden wir als Koalition gemeinsam tun, wie wir die Rahmenbedingungen in Deutschland weiter verbessern. Und das ist genau der richtige Ansatz. Wir sprechen darüber, wie wir Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigen. Und da ist ja schon eine Menge passiert. Wir können die Realität ja nicht ausblenden, dass wir in einer Rezession sind. Aber dass wir jede Menge an Maßnahmen in Angriff genommen haben, die richtig und wichtig sind, das kann man genauso wenig leugnen. Alleine bei der Bundesnetzagentur liegen aufgrund der Notfallverordnung, der Handlung dieser Bundesregierung und dieses Parlaments 7.000 neue Kilometer zur Genehmigung. Das heißt, wir werden 7.000 Kilometer Stromtrassen, die Sie sowohl in Bayern als auch hier im Bund lange genug verhindert haben, die werden wir jetzt bauen. Und das ist genau der Weg, wie wir günstige Energiepreise bekommen. Wir haben 122 Bürokratieentlastungsmaßnahmen schon beschlossen. Genau richtig. Und wir gehen weiter in die Zukunft. Wir müssen natürlich aus dieser Krise raus. Und natürlich geht das auch darüber, dass wir es wieder attraktiv machen, in Deutschland eine Firma zu gründen, eine Firma zu betreiben, Menschen zu suchen, die hier arbeiten. Über das Bürokratieentlastungsgesetz, das jetzt als nächstes kommen wird, mit einem Gesamtvolumen, mit den Sachen, die wir schon gemacht haben und dem, was kommt, von über 3 Milliarden. Das größte Bürokratieentlastungspaket, das wir wollen. Aber, liebe Union, Sie reden hier über Wirtschaftswachstum und setzen sich in den Bundesrat und verhandeln die Bundesregierung von 7 Milliarden beim Wachstumschancengesetz runter irgendwo in Richtung 3 Milliarden. Das ist doch ein Witz. Die Wirtschaft sagt doch heute schon, dass 7 Milliarden zu wenig sind. Und was wollen Ihre Länder? Weil sie Angst vor Ausgaben haben, noch weniger. Das ist genau der falsche Weg. Ich hätte von der Union erwartet, dass sie das Ding verdoppeln wollen. Dass sie dem Bundesfinanzminister sagen, wir brauchen mehr Geld für die deutsche Wirtschaft. Weil die Entlastungen über die steuerlichen Abschreibungen genau der Weg sind, wie wir einfach, unbürokratisch und ohne Subventionen Unternehmen entlasten, die Bauwirtschaft entlasten, all diejenigen entlasten, die heute in diesem Land was Produktives tun wollen. Und das wäre der Ansatz der Union gewesen, dass sie das verhindern. Das ist wirklich traurig. Lukas Köhler von der FDP hat hier nochmal klargestellt, mehr Geld über das Aufweichen der Schuldenbremse sehen die Liberalen nicht, sitzen aber in der Regierung gemeinsam mit Grünen und SPD. Einspruch gegen den ihm in der letzten Sitzung am 31. Januar 2024 erteilten Ordnungsruf eingelegt. Dem Einspruch wurde nicht abgeholfen. Der Einspruch wurde als Unterrichtung verteilt. Gemäß § 39 der Geschäftsordnung ist der Einspruch auf die heutige Tagesordnung zu setzen. Der Bundestag hat über den Einspruch ohne Aussprache zu entscheiden. Die Entscheidung über den Einspruch wird als Zusatzpunkt 5 nach der Beratung der Einzelpläne 07 und 19 Justiz- und Bundesverfassungsgericht circa gegen 14.15 Uhr aufgerufen. Wir fahren fort in. Da ging es also um einen Vorfall mit Stefan Brandner. Und hier in der Debatte ist jetzt der nächste Redner. Er kommt von der CDU-CSU. Wir haben ihn auch schon im Bild gesehen. Jens Spahn, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Union. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Minister, in Ihrer Rede zur Einbringung des Haushaltes vor 5 Monaten haben Sie gesagt, man müsse raus aus der Komfortzone. Nun, Sie regieren seit 2 Jahren. Das Ergebnis: Rezession. Deutschland ist das einzige Industrieland auf der Welt, das schrumpft. 135 Milliarden Euro an Investitionen sind rausgeflossen aus Deutschland in einem Jahr, 10 Milliarden nur rein. Wer kann, investiert im Ausland. Der Standort Deutschland ist in Gefahr. Dazu Rekordinflation, ein massiver Wohlstandsverlust, wie wir es noch nie vorher gesehen haben. Ich kann Ihnen also versichern, Herr Minister, Unternehmer, Handwerker, Familien, Bürgerinnen und Bürger, die haben ihre Komfortzone verlassen müssen wegen ihrer Politik. Die Frage ist, wann verlassen Sie Ihre Komfortzone und ändern Ihre Politik für die Bürgerinnen und Bürger hier im Land? Und das Ergebnis, und ich höre jetzt Ihren Reden hier seit 3 Tagen zu, das Ergebnis ist eine Regierung, der 80% der Deutschen nicht vertrauen.
Vier von fünf Menschen in Deutschland sagen, wir vertrauen der Regierung nicht. Ich weiß nicht, ob Sie nur den einen kennen oder ob es in Ihrem Bekanntenkreis auch andere gibt. 20% sagen, sie können sich vorstellen, die Radikalen zu wählen, obwohl sie wissen, mit wem sie sich da gemein machen. Jeder von uns hier, jeder von uns, das ist die Wahrheit, kennt Menschen, die darüber nachdenken, aus Frust, Wut, Verunsicherung, die zu wählen. Jeder von uns. Und die einfache Frage ist, die ich an Sie habe, stellen Sie sich überhaupt ein einziges Mal die Frage, warum? Stellen Sie sich die? Warum? Ob das was mit Ihrer Regierung zu tun haben könnte? Stellen Sie sich die Frage. Davon höre ich hier seit 3 Tagen gar nichts. Wir haben eine Situation im Land, das Land ist in Unruhe, offenkundig. Viele sind verunsichert. Und das Einzige, was wir hier von Ihnen hören seit 3 Tagen, alles prima, alles super. Und wenn jemand schuld ist, dann die Opposition. Glauben Sie wirklich, dass das Vertrauen zurückbringt? Glauben Sie das wirklich? Nein. Und dann bieten Sie hier, Herr Minister, Zusammenarbeit an. Dazu gehört die Bereitschaft, auch was zusammen zu machen. Wir laden Sie seit 2 Jahren in die Arbeitsgruppe Wirtschaft ein. Bis jetzt sind Sie noch nicht mal einmal zum Gespräch bereit mit uns. Wir haben Ihnen angeboten, bei der Energiesicherheit zusammenzuarbeiten. Wir haben gesagt, lass uns drüber reden. Für uns gehört dann aber die Kernkraft dazu. Kein weiteres Gespräch möglich. Sie machen die Kraftwerksstrategie in einer Plattform, laden alle ein, haben aber bewusst die Opposition und uns nicht eingeladen. Sie halten uns außen vor. Das ist okay, Sie haben die Mehrheit. Aber agieren Sie doch nicht so, lassen uns systematisch überall raus und halten dann hier wohlfeile Reden über Zusammenarbeit. Das können Sie sich dann noch sparen, Herr Minister, ganz ehrlich. Wir sagen seit Monaten, seit 2 Jahren fast, die Stromkosten müssen runter. Sie führen Debatten über Industriestrompreise. Das Ergebnis ist, Sie wollen die Stromsteuer um 2 Cent pro Kilowattstunde senken für 2 Jahre nur fürs produzierende Gewerbe, erhöhen aber gleichzeitig die Netzentgelte um 3 Cent. Sie entlasten nicht nur niemanden, Sie belasten sogar die deutsche Wirtschaft in dieser Lage. Und ja, Herr Minister, zu einer solchen Politik reichen wir Ihnen nicht die Hand. Wir wollen, dass die Energiekosten sinken und nicht steigen in Deutschland in dieser Lage, in der wir sind. Und dann erleben wir doch hier das, was wir immer erleben. Sie schlagen vor ein Sondervermögen und der nächste Redner aus der Koalition, Sie brauchen uns gar nicht dafür, sagt hier am Pult eine halbe Stunde später, das ist in der Koalition nicht zu machen. Bevor Sie uns Zusammenarbeit anbieten, sorgen Sie erstmal für Zusammenhalt in der Koalition. Das ist die Voraussetzung für alles andere. Dann das Wachstumschancengesetz. Haben Sie schon mal eine Sekunde drüber nachgedacht, dass das vielleicht anders gelaufen wäre, wenn Sie vorher mit den Ländern gesprochen hätten? Alle Finanzminister und selbst die Ministerpräsidenten der Länder sagen, das ist einfach über Nacht gekommen. Keiner hat mit uns geredet. Sie reden von Zusammenarbeit. Dabei ist die Stimmung zwischen Bund und Ländern so schlecht, wie sie in 16 Jahren sicher nie war. Wir haben uns immer bemüht um den Schulterschluss mit den Ministerpräsidenten. Sie machen das Gegenteil und wundern sich dann, wenn Ihre Gesetze nicht durch den Bundesrat kommen. Und dieses Bonsai-Bäumchen eines Wachstumschancengesetzes, 0,07% Wachstum bringt das nach den Experten. Das können wir alles diskutieren, aber das ist doch nicht die Lösung. Und deswegen, Herr Minister, wenn Sie bereit sind, die Energiekosten zu senken, wenn Sie bereit sind, Bürokratie zu senken, das Lieferkettengesetz auszusetzen, wenn Sie bereit sind, die Steuern zu senken, um den Standort Deutschland zu stärken, wenn Sie bereit sind, Anreize für mehr Leistung, für mehr Arbeit zu geben, indem wir Überstunden steuerlich freistellen, indem wir Rentnerinnen und Rentnern es leichter machen zu arbeiten, indem wir beim Bürgergeld die Anreize richtig setzen. Wenn Sie bei all diesen Themen bereit sind, sind wir sofort zur Zusammenarbeit bereit. Da besteht überhaupt gar kein Problem. Aber wir machen uns nicht zum Steigbügelhalter einer Politik, die dieses Land sicher, an vielen Stellen planlos, kopflos, chaotisch, mit viel Verunsicherung in der deutschen Wirtschaft, aber sicher auf diese Art und Weise weiter in die Rezession führt. Sie können von uns nicht erwarten, dass wir Ihnen dazu die Hand reichen. Machen Sie eine andere Politik, dann sind wir gerne zur Zusammenarbeit bereit. Ein kämpferischer Jens Spahn mit mehreren Ansagen Richtung Bundesregierung, auch Richtung Robert Habeck. Und die nächste Rednerin hier in der Debatte über den Einzelplan 09 Wirtschaft und Klimaschutz kommt von den Bündnisgrünen, also aus der Partei von Robert Habeck, Ingrid Nestle. Sie ist Sprecherin für Klimaschutz und Energie.
Sehr verehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, dass dies etwas besondere Haushaltsverhandlungen sind, sieht man ja schon daran, dass wir im Jahre 24 über den Haushalt 24 debattieren. Ich will einmal vorweg sagen, dass ich sehr froh darüber bin, dass es der Ampel gelungen ist, innerhalb von kurzer Zeit diese Herausforderung anzunehmen, wirklich massive Kürzungen im Haushalt zu integrieren, sodass wir Handlungsfähigkeit für das Land erhalten können, sodass wir einen Haushalt vorlegen können. Ich bin sehr froh darüber und natürlich bedeutet das, dass wir auch in diesem Haushalt über Kürzungen diskutieren, die zum Teil auch schmerzhaft sind. Aber es sind uns auch in diesem Haushalt wieder sehr, sehr wichtige Dinge gelungen. Es ist uns gelungen, Geld bereitzustellen für Dinge, die unser Land in die Zukunft führen. Geld bereitzustellen für die Transformation der Industrie. Geld bereitzustellen, um auch im Wärmebereich unabhängiger zu werden vom teuren fossilen Erdgas, mit dem Putin uns erpresst hat. Geld bereitzustellen, um Bürgerinnen und Bürger konkret zu entlasten. Und all dieses Geld, das wir bereitstellen, ist weitaus weniger als das, was ein einziges Jahr Gaspreiskrise uns gekostet hat, was die Abhängigkeit vom fossilen Gas dieses Land gekostet hat, die Abhängigkeit, in die Sie uns geführt haben. Ich verstehe jeden, ja, der sagt, ich will von Krisen eigentlich nichts mehr hören, da hatten wir doch genug von. Diese Wahl haben wir aber nicht. Ja, man spürt noch die Nachwehen der Corona-Krise. Ja, wir haben die Klimakrise. Ja, wir haben die Energiepreiskrise. Ja, wir haben Krieg in Europa, einen brutalen Angriffskrieg ganz in unserer Nähe. Wir müssen uns dieser Realität stellen. Und wir als Ampel stellen uns dieser Realität. Und wir tun alles dafür, dieses Land und die Menschen in diesem Land davor zu schützen, dass sie von diesen Krisen künftig hart getroffen werden. Sind wir eine große Nation? Ich meine ja. Und ich meine, dass es tatsächlich dieser Generation, dieser Nation und dieser Generation nicht gerecht wird, wie Sie sie recht schlecht reden mit einem nöligen Tonfall. Ich meine, wir können Großes. Wir können. Und ich will Ihnen ein paar Beispiele bringen. Alleine von 2020 bis 2023 hat sich der Ausbau der Solarenergie verdreifacht. Die Genehmigungen von Wind an Land haben sich ebenfalls fast verdreifacht. Wir haben beim Ausbau des Wasserstoffnetzes und der Planung ein Tempo vorgelegt, das andere europäische Länder staunen, die aus älteren Regierungszeiten eher langsames Tempo gewohnt waren von Deutschland. Wir als Ampel, wir haben gezeigt, Handeln für eine gute Zukunft ist möglich. Und ja, natürlich passieren auch Fehler, wenn man handelt. Ja, nur wer nichts tut, kann sich einbilden, keine Fehler zu machen. Dabei ist das Nichtstun selbst doch einer der größten Fehler, die man machen kann. Und Herr Mattfeld, wenn Sie meinen, wir würden die globalen Veränderungen ausblenden, ich habe gerade einige genannt, auf die wir reagiert haben, aber ich glaube, Sie haben auch nicht gemerkt, wie die globale Veränderung hingeht zu den erneuerbaren Energien, wie die USA setzen auf erneuerbare und grüne Technologien. China allein hat im Jahre 2023 so viel Solarenergie zugebaut, wie die ganze Welt im Jahr zuvor. Alle Welt setzt darauf und wir sind dabei, denn das sind die Energien der Zukunft. Herzlichen Dank. Als Nächster hat das Wort für die AfD-Fraktion Marc Bernhard. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, tanken, heizen, essen, mieten, Strom, alles wird immer teurer. Wohnungsnot und Altersarmut grassieren wie nie zuvor. Die von Ihnen gemachte Inflation frisst sich tief in die Geldbeutel der Menschen. Das Einzige, was sich praktisch nicht verändert hat, sind die Einkommen und Renten. Die Menschen müssen also den Gürtel immer enger schnallen und sparen. Während die Ampel in dieser Situation die Steuern immer weiter in die Höhe treibt. Die CO2-Steuer um 50%, die LKW-Maut um über 80%, die Mehrwertsteuer auf Gas, Fernwärme und Gastronomie fast verdreifacht, eine Plastiksteuer, die höchsten Energiepreise der Welt, davon 70% nichts anderes als Steuern und Abgaben.
Und Landwirtschaftsminister Özdemir gönnt uns in Zukunft nicht mal mehr das Schnitzel auf dem Teller und will jetzt noch eine Fleischsteuer einführen. Aber was ist denn der einzige Grund? Der einzige Grund, weshalb Sie die Menschen mit Steuern und Abgaben immer weiter auspressen, obwohl die Regierung noch nie so viel Steuern eingenommen hat wie heute? Weil Sie unser Geld in alle Welt verschenken. Für alles und jeden ist Geld da, nur nicht für die eigenen Bürger. Neben China, Indien und den Taliban 4 Milliarden für grüne Energie in Afrika, 200 Millionen für nationale Klimaziele in Kolumbien, 100 Millionen für die gerechte Energiewende im Senegal, 13 Millionen für E-Rikscha-Führerscheine in Indien, 5 Millionen für grüne Kühlschränke in Kolumbien, Elektromobilität in Kenia, gendersensible Männerarbeit in der Karibik und so weiter und so weiter. Während Sie unser Geld in alle Welt verschenken, müssen viele Menschen überlegen, ob sie sich überhaupt noch leisten können, die Heizung aufzudrehen. So ist die Situation in unserem Land. Und wenn es nach Ihnen ginge, sollen wir am besten noch bis 70 arbeiten, um den ganzen Irrsinn Ihrer Klimahysterie, Ihrer Geld-für-die-Welt-Ideologie und der illegalen Massenmigration zu bezahlen. Eine AfD-Regierung wird mit diesem Wahnsinn Schluss machen und dafür sorgen, dass das Geld für die Menschen in unserem Land zur Verfügung steht. Denn für uns gilt ohne Wenn und Aber unser Land und unsere Bürger zuerst. Die nächste Rednerin kommt wieder von der SPD und ist die zuständige stellvertretende Fraktionsvorsitzende Verena Huberts. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die wirtschaftliche Lage in diesem Land kann uns nicht zufriedenstellen. Das Wachstum ist zu niedrig, die Energiepreise sind zu hoch, die Bürokratie ist zu viel. Und wir haben auch nicht genug Fachkräfte für die Aufgaben, die vor uns liegen. Es gibt also Raum für berechtigte Kritik. Aber die Frage ist doch, warum sind wir da, wo wir da sind? Wir leben in einer Welt von Krieg und Krise. Wir haben in den letzten Jahrzehnten in diesem Land einiges verschlafen und deswegen auch einen Rückstau an strukturellen Problemen. Aber wenn ich auf die Wirtschaft gucke in diesem Land, wir haben eine DNA von Hidden Champions. Wir sind das Mittelstandsland, wir sind Wirtschaftswunderland und wir sind auch Exportweltmeister. Und für uns ist es ganz wichtig, diesen Kern zu stärken, dahin wieder zurückzukommen und das auch auszubauen. Und deswegen werden wir auch weiter in die industrielle Zukunft unseres Landes investieren mit diesem Haushalt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und diese Zukunft des Landes, die Transformation in aller Munde, da geht es um mehr als um Klimaneutralität. Es bedeutet, dass wir nicht nur den Antrieb austauschen und elektrifizieren, sondern wir müssen gleich das ganze Auto neu denken. Und das ist mühsam, wie man ja hier auch bei einigen Beiträgen merken kann. Man kennt es ja auch von sich selbst. Wenn man etwas verändern möchte, wenn man ein Update braucht, dann ist das nervig, dann ist das unbequem, aber es wird sich langfristig auszahlen und durch diese Phase müssen wir jetzt auch alle miteinander durch. Ich bin davon überzeugt, dass sich diese massiven Zukunftsinvestitionen auszahlen werden. Und mit dem Haushalt stoßen wir jede Menge an. Investitionen in Mikroelektronik, Investitionen in Wasserstoff, Investitionen in Batterien. Und das sind doch die Treiber für die Industrie der Zukunft. Und das sind über 70 Milliarden rein in diesem Jahr, die wir hier investieren. Und lieber Herr Spahn, es ist ja immer schön, wenn auch Fakten vorgetragen werden. Ihre Investitionsfakten aus dem Jahr 2022, es sind Umfelder, die sind schwierig.
Wenn wir uns aber anschauen, was im letzten Jahr hier investiert wurde, ein Eli Lilly mit einem Hightech-Milliardenprojekt in Rheinland-Pfalz, Apple, alle sind mit dabei und es geht ja nicht nur um die Summe von Investitionen, sondern dass da Tausende von Arbeitsplätzen entstehen und hier wirklich was ganz Neues aufgebaut wird. Und deswegen wollen wir dafür sorgen, dass davon noch viel mehr kommt. Und wenn wir über Zukunft sprechen, dürfen wir eine Technologie nicht außer Reihe lassen. KI, künstliche Intelligenz. Unser Bundeskanzler Olaf Scholz hat zu Recht gesagt, wir müssen doch als Deutschland, als Technologieführer den Anspruch haben, dass diesmal die Chance nicht an uns vorbeigeht wie mit Apple und Google, sondern dass das hier für unsere Industrieproduktion angewendet werden kann. Und ich mache das mal an einem Beispiel, Frau Klöckner. Sie haben darauf hingewiesen, natürlich müssen wir im globalen Wettbewerb dafür sorgen, wo bleibt denn der Wirtschaftsstandort? Und mit künstlicher Intelligenz schaffen wir es, die Prozesse so zu optimieren, automatisieren, selbstlernend auszusteuern, dass wir wieder nach vorne kommen, Energie einsparen, wie das ein Stahlwerk schon vormacht. Ein Drittel der Energie kann durch künstliche Intelligenz dort auch eingespart werden, indem man im richtigen Zeitpunkt die richtige Menge einkauft, den Ofen hochfährt. Und das sind doch die Geschichten, die industrielle Produktion zu digitalisieren und wieder mit all dem in der Transformation klimaneutral und zukunftsfit zu werden. Lassen Sie mich zum Abschluss noch einen Gedanken als Sozialdemokratin und Unternehmerin hier äußern. KI muss dazu führen, dass wir Arbeitsplätze erhalten, dass wir sie besser machen. Und es ist immer ein Werkzeug, was am Ende des Tages dem Menschen dient. Und mit dem AI-Act, den wir jetzt europäisch als erster Rechtsraum auf den Weg bringen, zeigen wir, wir können regeln, wir können aber Innovationskraft entfalten. Und ich lade Sie herzlich ein, bei neuen Themen auch mal mitzumachen, anstatt in den 90er Jahren zu verharren. Herzlichen Dank. Sagt Verena Huppert von der SPD. Und der nächste Redner kommt von der FDP, Michael Kruse. Er ist der energiepolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, bei einer ganzen Reihe von Vorrednerinnen und Vorrednern habe ich mich gefragt, um welchen Haushalt geht es denn eigentlich? Nicht den von 2024 offensichtlich, aber der steht ja heute hier eigentlich auf dem Programm. Ich möchte noch mal die wesentlichen Eckdaten vortragen. Das erste ist Rekordinvestitionen. Viel ist ja hier darüber gesagt worden, dass wir mehr Investitionen anreizen müssen, ob der Staat das jetzt machen muss, ob wir was tun müssen, damit die Wirtschaft wieder investiert. Ich stelle mal fest, der Staat tut trotz enger Rahmenbedingungen das Unmögliche schaffen, nämlich Rekordinvestitionen. Das heißt, wir haben konsumtive Ausgaben gesenkt zugunsten von Investitionen. Und das ist der erste richtig wichtige Punkt und das ist eine gute Nachricht ins Land, um wieder auf einen Wachstumskurs zurückzukommen, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Das Zweite ist, wir halten die Schuldenbremse ein. Das ist ja gar nicht mal so eine kleine Leistung. Die Schuldenbremse wieder einzuhalten, das gelingt zum ersten Mal seit 2019. Ich möchte mal darauf hinweisen, dass wir, als wir noch in der Opposition waren während der Corona-Zeit, sehr wohl genau darauf geschaut haben, an welcher Stelle es eben auch notwendig ist, dem Staat mehr Spielraum zu geben. Aber es kann nicht jede Aufgabe, die der Staat hat, immer mit als Begründung genutzt werden, um neue Schulden zu machen, um die eigenen Rahmenbedingungen auch zu überschreiten. Nicht jede Herausforderung der Zeit ist eine Begründung für das Übertreten der Schuldenbremse. Die Schuldenbremse, sie ist der Regelfall. Die Deutschen wünschen sich von ihrem Staat Stabilität. Die geben wir ihnen gerade, indem wir sagen, wir halten die Schuldenbremse ein. Und was wir darüber auch erreichen, ist das Signal in die Republik senden, und da schaue ich mal den Kollegen Jens Spahn an, dass der Staat sich selber etwas zurücknimmt und über dieses Zurücknehmen, über dieses den Gürtel etwas enger schnallen, auch Disziplin ausstrahlt und auch ja, Erfolge erzielt. Die Inflation, sie ist auf 2,9% gesunken.
die Beschäftigten beim Staat, sie gehen zurück in diesem Jahr. Wir sorgen dafür, dass wenn die Menschen den Gürtel enger schnallen müssen, das mussten in den letzten zwei Jahren viele, der Staat den Gürtel auch etwas enger schnallt, um ihnen genau dieses Signal zu senden. Wir haben eure Sorgen und Nöte und eure Situation im Blick. Deswegen ist dieser Haushalt eine Kombination aus Schuldenbremse, Personalabbau und dem Rekord an Investitionen. Ein ganz besonderer Haushalt. Ich will mal sehen, welche Regierung das so schaffen würde, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Und dann frage ich mich ein bisschen, was ist das Alternativprogramm der Opposition, insbesondere der Union? Anträge haben Sie wieder keine vorgelegt. Sie reden darüber, dass wir Wachstum machen sollten, aber selbst in dieser Lage war es möglich, mit den Koalitionspartnern SPD und Grünen zu einer Einigung für Wachstum zu kommen, nämlich mit dem Wachstumschancengesetz. Wenn Sie die konkrete Möglichkeit haben, Wachstum zu erzeugen, stimmen Sie dem Wachstumschancengesetz zu. Schwächen Sie es nicht ab. Erzählen Sie nicht, wir müssten was für Wachstum tun und sagen dann, ja, aber die Länder können denen nicht zustimmen. Mit denen hat ja leider keiner geredet. Sorgen Sie in den Ländern dafür, dass auch die Länder sich begrenzen. Sorgen Sie dafür, dass das Wachstumschancenpaket in genau der Größenordnung kommt, die Wirtschaft braucht es, die Menschen in diesem Land brauchen es. Sie haben die Möglichkeit zuzustimmen, nicht hier günstig daherzureden und in den Ländern alles zu blockieren. Stimmen Sie diesem Instrument zu. Es ist wichtig für dieses Land. Vielen Dank. Der Bundestag debattiert über den Einzelplan 09 Wirtschaft und Klimaschutz. Und der nächste Redner ist der Sprecher für Klimaschutz und Energie, Andreas Jung für die CDU-CSU. Herr Minister Habeck, ich habe in der Regierungsbefragung in der letzten Sitzungswoche Ihnen eine Frage gestellt. Warum begründen Sie die Abschaffung der Agrardieselvergütung mit Klimaschutz? Sie nennen es eine klimaschädliche Subvention. Sie haben darauf eine klare Antwort gegeben. Sie haben gesagt, meine Begründung ist nicht, dass es eine klimaschädliche Subvention ist. Es sei meine Unterstellung. Wir haben darauf in Ihrem Gesetzentwurf geschaut. Begründung, klimaschädliche Subvention. 10-mal wird klimaschädlich dort als Begründung genannt. In Ihrem Gesetzentwurf, den Sie morgen beschließen wollen. Da frage ich Sie, wie kann das sein? Sie sind Vizekanzler und Sie sind Klimaminister. Sie sagen keine klimaschädliche Subvention. Die Ampel schreibt 10-mal rein klimaschädliche Subvention. Unsere Bauern sind doch Partner. Unsere Bauern sind Partner für Umwelt- und Naturschutz. Sie sind Erzeuger regionaler Lebensmittel. Sie sind nicht klimaschädlich. Und wer aber so vorgeht, wer sparen meint und klimaschädlich schreibt und dann so vorgeht, der belastet nicht nur einseitig die Bauern, verteuert regionale Lebensmittel, sondern erweist auch dem Klimaschutz einen Bärendienst. Wir haben ein gemeinsames, breit getragenes Ziel: Klimaneutralität 2045. Um das zu erreichen, brauchen wir Akzeptanz. Und die Voraussetzung für Akzeptanz ist, dass wir ein starkes Wirtschaftsland bleiben und dass wir die Menschen mitnehmen. Und deshalb brauchen wir Technologien, eine konsequente Politik für Technologien, und wir brauchen sozialen Ausgleich. Und da gibt es nicht ein Instrument. Wir brauchen vor allem auch eine klare Priorisierung für Klimaschutz im Haushalt. Das in allen Reden. Diese Priorisierung ist im Koalitionsvertrag der Ampel, aber eben nicht im Bundeshaushalt. Da muss sie rein mit einem klaren Fokus und Priorisierung für Klimaschutz. Aber ein wichtiges Instrument, und ich sage, der Königsweg, ist eine schrittweise CO2-Bepreisung, so wie wir sie gemeinsam beschlossen haben, nicht so wie Matthias Mirsch es vorher dargestellt hat, so wie wir es gemeinsam beschlossen haben, ohne die Rochaden, die Sie gemacht haben in diesem Jahr. Das hat Vertrauen gekostet, Preissetzung nach Kassenlage, nicht die Rochaden, sondern Verlässlichkeit und mit Sozialausgleich. Wir haben, als wir es eingeführt haben, gesagt, es ist ein marktwirtschaftliches Instrument für effizienten Klimaschutz. Es ist nicht ein Instrument für zusätzliche Staatseinnahmen. Und deshalb müssen die Einnahmen zurückgegeben werden, und zwar an die Menschen in die Breite. Und es ist dann erstmal die EEG-Umlage abgeschafft worden. Sie haben, Herr Minister Habeck, die Grünen, auch die SPD, die FDP im Wahlkampf versprochen, ein Klimageld. Und ich fordere Sie auf, brechen Sie dieses Versprechen nicht. Setzen Sie dieses Versprechen um. Wir brauchen Akzeptanz. Und steigende CO2-Bepreisung ohne Rückgaben führt zu einer sozialen Unwucht. Und es wird die Glaubwürdigkeit dieses wichtigen Klimainstruments der CO2-Bepreisung untergraben. Und deshalb setzen Sie Ihre Wahlversprechen um. Wir brauchen Klimaschutz mit sozialem Ausgleich. Nur dann nehmen wir die Menschen mit.
Und ja, es gilt, Technologien auszubauen und es gilt, die erneuerbaren Energien auszubauen. Ich frage Sie, wir haben als Union einen Vorschlag eingebracht mit 20 Vorschlägen, um die Hürden bei der Solarenergie, bei Agri-PV, bei schwimmender PV, bei Parkplatz-PV abzuschaffen. Haben Sie abgelehnt? Können Sie machen? Sie haben was Eigenes angekündigt. Warum kommt es nicht? Warum hängt es in den Diskussionen der Ampel? Warum kommt nicht dieses neue Solarpaket, das wir brauchen, um die Potenziale zu nutzen? Wir haben eingebracht ein Paket für die Geothermie mit 23 konkreten Vorschlägen. Wir haben eingebracht ein Paket für die Bioenergie. Wir brauchen eine Strategie für nachhaltige Bioenergie. Natürlich Sonne und Wind, aber wir brauchen auch die Wasserkraft, wir brauchen die Bioenergie, wir brauchen die Geothermie, wir brauchen eine Speicherstrategie. Wir haben einen Vorschlag eingebracht. In dieser Woche bei einer Anhörung dafür zu viel Zustimmung bekommen. Bei Ihnen gibt es Ankündigungen, Ankündigungen, Ankündigungen. Wir brauchen aber Taten, Taten, Taten. Und wenn die nicht kommen, dann wird diese Hängepartie der Ampel zu zusätzlichem CO2 führen. Und das Paradebeispiel dafür ist Ihre Kraftwerkstrategie. Seit einem Jahr angekündigt, wir brauchen Gaskraftwerke, die dann klimaneutral umgestellt werden. Als Partner der erneuerbaren Energien, das ist Ihre Ankündigung. Aber es ist Ihr Streit, immer neue Spekulationen. Mit Spekulationen baut man aber keine Kraftwerke. Wir brauchen jetzt eine verlässliche Grundlage. Nur dann werden wir den Einstieg in diese Technologien schaffen. Nur dann wird der Weg zu einer klimaneutralen Energieversorgung gehen. Und da fordern wir Sie auf. Lassen Sie diesen Worten Taten folgen. Handeln Sie jetzt. Die Ankündigungen sind zu wenig. Herzlichen Dank. Andreas Jung war das für die CDU-CSU, die ihre Redner hier, vorhin auch Jens Spahn, mit 5 Minuten ausschmückt. Es fällt auf, dass in der jetzigen Debatte die Redebeiträge der meisten Abgeordneten sehr kurz ist. Auch der Bundesminister hat gar nicht so lange gesprochen mit 4 Minuten. Und der nächste Redner zum Beispiel, Stefan Schmidt, redet nur 2 Minuten. Woran liegt das nun? Wir haben alleine 4 fraktionslose Abgeordnete, die hier gleich noch zu Wort kommen werden. Zunächst Stefan Schmidt. In dieser Debatte möchte ich noch über einen der größten Profiteure dieser Haushaltsverhandlungen sprechen, den Tourismus. Die Haushaltssituation ist sehr angespannt und trotzdem haben wir es geschafft, für den Deutschlandtourismus, für die Förderung des nachhaltigen Tourismus mehr Geld als im letzten Jahr rauszuholen. Das ist nicht nur ein großer Erfolg für das Reiseland Deutschland, das zeigt auch, wie wichtig uns diese Branche ist. Nach all den Krisen der letzten Jahre erwartet uns ein verheißungsvolles Tourismusjahr. Die Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land steht vor der Tür. Die Branche erwartet mehr Umsatz und mehr Gewinn, mehr Wachstum. Gerade jetzt ist es wichtig, der Deutschen Zentrale für Tourismus, unserem Aushängeschild im Ausland, ordentlich Geld in die Hand zu geben, damit sie werben kann für Deutschland als nachhaltiges, als friedvolles und vor allem als weltoffenes Reiseland. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir hier die Gelder für die DZT mit knapp 41 Millionen Euro auf dem hohen Niveau des letzten Jahres halten konnten. Das ist eine sehr gute Nachricht für das Reiseland Deutschland. Über einen Mittelzuwachs freue ich mich ganz besonders, den bei der GRW, die Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur, ist eines der wichtigsten Förderinstrumente für den Tourismus. Mit dieser Gemeinschaftsaufgabe sichern wir Investitionen in wichtige touristische Infrastruktur direkt vor Ort in den Kommunen, Rad- und Wanderwege, kulturelle Einrichtungen, auch das Gastgewerbe profitiert maßgeblich davon, dass wir es geschafft haben, in diesem Jahr die Mittel auf 680 Millionen aufzustocken, obwohl die Haushaltslage ist, wie sie ist. Das ist ein Riesenerfolg für die Entwicklung des Tourismus in strukturschwachen Regionen. Dafür herzlichen Dank. Der nächste Redner, Pascal Meiser, ist fraktionslos. Er gehörte ursprünglich zur Linksfraktion und wird ab morgen dann mit 27 Kolleginnen und Kollegen die linke Gruppe führen, die ab morgen hier sozusagen, genau wie die BSW, morgen Gruppe wird. Und jetzt Pascal Meiser. Absurdität kaum mehr zu überbieten, durch welch rosarote Brille Sie von der Ampel die wirtschaftliche Lage in unserem Land betrachten. Sie machen offenkundig eins zu eins dort weiter, wo Sie im vergangenen Jahr aufgehört haben, als wir von der Linken Anfang des Jahres davor gewarnt haben, dass Sie uns geradewegs eine wirtschaftliche Rezession steuern, haben Sie gesagt, alles Quatsch, Herr Habeck hat sogar noch ein leichtes Wirtschaftswachstum angekündigt. Inzwischen haben wir es schwarz auf weiß, die Wirtschaft in Deutschland ist in der Rezession und das hat maßgeblich mit Ihrer Schlafmützigkeit zu tun. Ja,
Ja, in der neuesten Prognose des Internationalen Währungsfonds für dieses Jahr liegt Deutschland mittlerweile sogar auf dem vorletzten Platz, nur noch vor Argentinien, was die wirtschaftlichen Aussichten angeht. Da müssen auch bei Ihnen endlich mal die Alarmglocken angehen, meine Damen und Herren. Und ja, man kann sich die Zeit nicht aussuchen und nicht alle Probleme sind hausgemacht. Aber da gerade hilft es doch nicht, sich und den Menschen da draußen etwas vorzumachen. Wo bleibt denn der vielbeschworene Wumms, wenn es darum geht, die Wirtschaft in unserem Land wieder auf Kurs zu bringen? Das Kernproblem bleibt kurzfristig, das wissen wir alle, die schwache Binnennachfrage. Und das ist doch auch kein Wunder, wenn die Reallöhne sinken, die Renten hinter der Inflation zurückbleiben. Doch was machen Sie? Legen einen Haushalt vor, der insbesondere die Energiekosten weiter drastisch in die Höhe treibt. Das, meine Damen und Herren, ist nicht nur unsozial, das schadet auch der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung. Und natürlich wird auch Ihr Kürzungshaushalt die Binnennachfrage weiter ausbremsen. Aber auch was die strukturellen Probleme angeht, greift das, was Sie machen, leider, ich sage wirklich leider, viel zu kurz. Die Gewerkschaft IG Metall hat es Ihnen ja gerade noch mal deutlich gesagt. Für die Industrie in Deutschland ist 2024 das Schicksalsjahr. Ein Bedarf von 500 Milliarden Euro staatliche Investitionen in die klimaneutrale Transformation unserer Wirtschaft bis 2030 hat die IG Metall errechnet. Und was machen Sie? Kürzen nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts sogar noch bei den Mitteln für den Klima- und Transformationsfonds. Auch das absurd, meine Damen und Herren. Und ich sage es ganz deutlich, besonders bei Fidel, das, was Sie an Geld dafür zumindest noch zusammengekratzt haben, dürfen am Ende die Verbraucherinnen und Verbraucher und ja, gerade die mit kleinen und mittleren Einkommen jetzt über eine höhere CO2-Steuer bezahlen. Natürlich ohne den versprochenen Ausgleich in Form eines Klimageldes. Auch hier, meine Damen und Herren von der Ampel, da sind Sie eine Koalition der gebrochenen Versprechen. Und ich sage Ihnen, Sie müssen Ihr kleinteiliges, teils dogmatisches Handeln endlich hinter sich lassen. Ja, die größte Bedrohung für die Wirtschaft in unserem Land, die sitzt aktuell im Finanzministerium. Und ich sage Ihnen auch deutlich, Sie von den Grünen, Sie von der SPD, Sie machen sich damit schuldig, wenn Sie Herrn Lindner und die FDP gewähren lassen. Es muss endlich aufgehört werden mit dem Kleckern. Es muss geklotzt werden und in die Zukunft unserer Industrie, in die Zukunft unserer Wirtschaft investiert werden. Mit dieser Koalition, mit diesem Haushalt wird das nichts. Deswegen legen wir ihn ab. Vielen Dank. Der fraktionslose Pascal Meiser, ab morgen wird er dann der Gruppe der Linken angehören. Nächste Rednerin kommt von der SPD. Nina Scheer, sie ist Sprecherin für Klimaschutz und Energie ihrer Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte anfangen mit ein paar Worten in Richtung Unions-Oppositionsfraktion. Wenn man die Debatten der letzten Monate verfolgt, muss man sehen, dass es alles andere als stringent ist, was Sie erklären. Einerseits mahnen Sie an, dass wir uns näher mit Ihnen auseinandersetzen, mit Ihren Anträgen auseinandersetzen. Dann aber, wenn wir einen Diskurs hier im Parlament haben, wie es sich auch gehört, und durchaus auch in der Ampel um den besten Weg hier und da ringen müssen. Das ist nun mal so, wenn verschiedene Parteien zusammenkommen und eine Koalition schmieden. Das ist in jeder Koalition so. Dann geißeln Sie uns, dass wir nicht erst mal die Einigkeit in der Ampel hätten, um sie dann einzubeziehen. Ja, das ist einfach nicht stringent. Und damit, das ist das Kennzeichen Ihrer Politik, dass Sie immer nur den Umweg suchen, aber nicht den direkten Weg, der tatsächlich Fortschritt brächte. Sie suchen immer nur den Umweg. Und das sieht man auch zum Beispiel an Ihrer Haltung zur Atomenergienutzung. Wenn man sich die Atompolitik Deutschlands anschaut, dann ist sie maßgeblich gekennzeichnet von einem Wort. Das nennt sich Zickzackkurs. Und dieser Zickzackkurs ist symptomatisch für die Energiepolitik, die unionsgeführt geleistet wurde. Symptomatisch. Frau Dr. Scheer, gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung von Herrn Heilmann aus der CDU-CSU-Fraktion? Bitte. Herr Heilmann, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, und vielen Dank, Frau Dr. Scheer, dass Sie die Frage zulassen. Sie haben gerade gesagt, wir würden Sie um Einbindung bitten und wir würden sagen, wenn Sie sich noch nicht einig sind, dann ginge das nicht.
Das stimmt so nicht. Erstens haben wir, wie Sie selber erwähnt haben, Anträge gestellt, bei denen Sie keinem einzigen zugestimmt haben. Und ich kann mich als Mitglied in unserem Ausschuss für Klima und Energie an kein einziges Berichterstattergespräch, an keine einzige Einladung erinnern. Und zwar weder, wenn Sie sich einig waren, noch wenn Sie sich nicht einig waren. Und Sie müssen doch die Einladung aussprechen, weil Sie haben doch die Verfahrensmehrheit und nur Sie können diese Sitzung ansetzen. Deswegen frage ich Sie, wann hat die Ampel in der Klima- und Energiepolitik die Opposition eingeladen, an welchem Thema wo konkret mitzuwirken? Erstmal sitzen wir zusammen im Ausschuss und wir haben alle Ohren und Augen und können sehr wohl Ihre Anträge lesen und auch hören, was Sie dort sagen und gehen auch regelmäßig darauf ein, was Sie sagen. Und zudem, ich weiß nicht, ob Sie gestern nicht in der Haushaltsdebatte waren und überhört haben, was unser Fraktionsvorsitzender Rolf Mützenich gestern noch mal ausgesprochen hat. Er hat das explizite Angebot ausgesprochen. Das haben Sie offenbar überhört. Doch, an die Union gerichtet, das explizite Angebot. Und Sie haben mich gerade falsch wiedergegeben. Ich habe ja nicht gerade eben nicht gesagt, dass wir uns erst einig sein müssten, um Sie einzubeziehen, sondern habe ja gerade mal darauf hingewiesen, dass unser Angebot eben nicht diese Haltelinie zieht, sondern wir natürlich offen sind, auch bevor Einigkeit in einer Ampel besteht, die Ohren aufzuhaben und Ihre Vorschläge entgegenzunehmen. Aber sie müssen stringent sein. Die Vorschläge müssen auch tatsächlich eine Linie verfolgen. Wenn Sie aber einerseits das Verfassungsgericht bemühen, um hier massive Lücken in Handlungsfähigkeit, in die Handlungsfähigkeit Deutschlands zu provozieren, diese Lücken haben Sie durch die Klage provoziert. Sie können sie auch noch durch weitere Klagen provozieren. Wir respektieren das Urteil. Wir respektieren das Urteil. Aber Sie können sich nicht davon freimachen, dass Sie durch die Klage diese Lücken provoziert haben. So weit, so gut. Das können Sie ja machen. Aber der zweite Akt einer solchen, nein, Sie können ruhig erst mal stehen, das ist eine Antwort auf Ihre Frage. Ist eine Antwort auf Ihre Frage. Der zweite Akt dieser Geschichte müsste dann konsequenterweise lauten, dass dann gemeinsam ein Ersatz für diese 60 Milliarden gesucht wird. Aber da lehnen Sie sich genüsslich zurück und sagen, dann lassen wir mal schauen, dann sehen wir mal zu, wie die Ampel mit den fehlenden 60 Milliarden umgeht. Da schauen wir mal genüsslich zu. Das ist Ihre Strategie. Frau Scheer, antworten Sie. Reden Sie jetzt gerade mit Herrn Heilmann oder mit der Fraktion? Mein letzter Satz zu dieser Frage, weil die massiven Zwischenrufe der Unionsfraktion mich aber müßigen, auch ab und zu einen Blick in diese Reihen zu richten, ist meine Antwort vielleicht visuell nicht ganz gezielt gewesen. Die Antwort ist aber an Herrn Heilmann gerichtet. Und insofern finde ich es unverantwortlich, dass Sie einerseits hier mit Ihren Vorschlägen suggerieren, konstruktive Politik zu machen, aber an den entscheidenden Schlüsselstellen, nämlich wenn es darum geht, die Investitionsfähigkeit Deutschlands zu stärken, da ducken Sie sich hinter die Büsche und tun so, als ob Sie nichts damit zu tun hätten. Wir sind die Regierung. Ich war bei meiner Äußerung, dass ich es nicht stringent finde, wenn Sie einerseits beklagen, nicht einbezogen zu werden, und andererseits aber auch Vorschläge, die auch von Herrn Habeck gerade heute noch mal gebracht wurden, nämlich zum Beispiel sich um ein Sondervermögen zu kümmern, also sich damit auseinanderzusetzen. Ja, da müssen wir drum ringen. Dafür gibt es keine Schablone. Es gibt keine Schablone dafür, dass die USA einen Inflation Reduction Act haben. Es gibt keine Schablone dafür, dass wir einen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine haben, um massive Krisen zu bewältigen haben. Dafür gibt es keine Schablone. Und ich habe es ja eingeräumt, auch in der Koalition, die in jeder Koalition, muss um den besten Weg gerungen werden. Und es ist einfach nicht ehrlich von Ihnen, wenn Sie einerseits uns anklagen, diese Einigkeit noch nicht in jedem Punkt und Komma gefunden zu haben, und andererseits aber ablehnen, Teil eines solchen Prozesses zu sein. Das ist einfach nicht aufrichtig, und Sie sind entlarvt, dass Sie keine konstruktive Politik hier betreiben wollen. Und insofern muss ich auch noch mal die letzten verbleibenden Sekunden noch mal darauf verwenden, sehr wohl noch mal zu unterstreichen, dass trotz dieses Sabotageversuchs, der tatsächlich auch in diesen letzten Monaten von Ihnen gegangen wurde, dass trotzdem es gelungen ist, den Haushältern gelungen ist, trotz der massiv fehlenden Gelder etwas hinzubekommen, was Investitionen in diesem Land ermöglicht. So bewerte ich Ihr Vorgehen. Jawohl, so bewerte ich es. Vielen Dank.
Scheer bekommt da viel Applaus aus Ihrer SPD. Der nächste Redner, der dürfte Ihnen bekannt vorkommen, wenn Sie heute Morgen schon beim Interview hier bei Phoenix dabei waren. Hans-Jörg Durs wird das sein, während wir hier den Bundeswirtschaftsminister sehen, um dessen Etat hier debattiert wird. Jetzt kommt Frau Klöckner, aber zuerst Julia Klöckner mit einer Kurzintervention. Frau Kollegin Scheer, Sie sprachen gerade von einer Sabotage. Also Sie bezeichnen die Arbeit der Opposition als Sabotage. Das heißt, wir kontrollieren die Regierungs- und Koalitionspolitik. Wir sind vor das Bundesverfassungsgericht gezogen und haben dafür gesorgt, dass ein Richterspruch gefällt worden ist, der besagt, dass der Haushalt, den diese Regierung vorgelegt hat, verfassungswidrig, also nichtig ist. Das heißt, wir haben als Opposition dafür gesorgt, dass die Verfassung eingehalten wird. Und Sie bezeichnen das als Sabotage, habe ich das richtig verstanden? Frau Dr. Scheer, Sie dürfen antworten. Ich habe meine Antwort auf Herrn Heilmann ausgeführt, dass ich meine, dass wenn man eine Klage anstrebt und weiß und damit rechnen muss, dass sie auch so und so ausgehen kann, also so ausgehen kann, wie Sie es ja mit Ihrem Antrag verfolgt haben, darf ich jetzt vielleicht auch mal antworten. Dann muss man auch die Verantwortung übernehmen, gemeinsam für unser Land das, was daraus folgt, konstruktiv zu begleiten. Konstruktiv zu begleiten und sich nicht zurückzulehnen und zu sagen, jetzt schaut mal, wie ihr klarkommt und wir hauen ordentlich drauf. Und nämlich genau dieses Verhalten, das entdecke ich in Ihren Reihen und das empfinde ich als Sabotage. Und wenn Sie sich mal an Ihren eigenen CDU-Ministerpräsidenten orientieren würden, die da eben sehr wohl einen anderen Umgang pflegen mit diesen nun 60 Milliarden fehlenden 60 Milliarden, nämlich die da lauten, ja, lasst uns für 2024 auch erneut die Schuldenbremse aussetzen. Ich weiß das, jetzt brauchen Sie gar nicht reinzurufen, dass wir auch in der Ampel darüber einen Diskurs führen müssen. Das ist in der Gesellschaft zu führen, dieser Diskurs. Und dazu sind Sie auch herzlich eingeladen, wie jeder. Dafür gibt es keine Blaupause. Aber dass sich davor wegducken, nicht dieser Tatsache in Augen zu sehen, dass wir einen massiven Wettbewerbsdruck international haben, dass wir massiv Investitionen brauchen, sich davor wegzudrücken und einfach zu sagen, schaut mal, wie ihr klarkommt mit dem Geld. Das empfinde ich persönlich als Sabotage. Ja, sehr wohl. Ja, der Bundestag debattiert eigentlich über den Einzelplan 09 Wirtschaft und Klimaschutz. Schade, dass es hier relativ wenig um diesen Bereich geht, sondern um Aufarbeitung gewisser Restriktionen offensichtlich zwischen Koalition und Opposition. Und das jetzt schon zum wiederholten Male. Aber Hans-Jörg Durz, den ich schon angekündigt habe, wie gesagt, war heute Morgen bei uns im Interview. Er ist der Obmann im Wirtschaftsausschuss für die Union. Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, Frau Scheer, es ist Aufgabe der Regierung, einen verfassungsgemäßen Haushalt aufzustellen. Mehr braucht man dazu nicht sagen. In der ersten Lesung zum Bundeshaushalt 2024 vor 5 Monaten haben wir als Union auf die schlechten Wirtschaftsprognosen hingewiesen. Und uns wurde, und ist heute auch an manchen Stellen durchgeklungen, Schwarzmalerei vorgeworfen. Heute geben uns die Zahlen leider recht. Ihre Annahmen waren Schönfärberei, hat mit der Realität nichts zu tun. Als einziges Industrieland verzeichnete Deutschland im vergangenen Jahr Negativwachstum. Wir sind Schlusslicht. Und die Aussichten für dieses Jahr verschlechtern sich weiter. Unsere Wirtschaft schlittert derzeit in eine immer tiefere Rezession. Das IFO-Institut geht für das erste Quartal von einem erneuten Rückgang der Wirtschaftsleistung aus. Das IFA-Geschäftsklima sank im Januar überraschend stark. Die Zukunftsperspektiven bei den Unternehmen trüben sich immer weiter ein. Und das hat überhaupt nichts mit 16 Jahren zu tun. Das verantwortet allein diese Bundesregierung. Sie verweisen gerne in Ihren Reden auf die externen Krisen. Und ja, die geopolitische Lage ist schwierig. Ja, die Weltwirtschaft ist fragil. Aber andere Volkswirtschaften müssen damit auch umgehen und können es offensichtlich besser. Sie vergessen, den deutschen Sonderfaktor zu erwähnen. Dieser Sonderfaktor unterscheidet uns von anderen Volkswirtschaften und hemmt unsere Konjunktur. Der Sonderfaktor ist diese Ampelregierung. Die
Die Menschen in Deutschland sind tief verunsichert. Verunsichert wegen den höchsten Energiepreisen, verunsichert wegen fehlender Planungssicherheit und verunsichert wegen diesem ständigen Hin und Her. Laut einer Umfrage ist die Unsicherheit der Menschen in Deutschland im Vergleich zu Frankreich doppelt so hoch, im Vergleich zu Italien sogar dreimal so hoch. Die Folge: private Haushalte halten ihr Geld zurück und Unternehmen fahren ihre Investitionen zurück oder verlagern sie ins Ausland. Bei Ihnen scheint diese Verunsicherung lange nicht angekommen zu sein, teilweise offensichtlich heute noch nicht. Vielleicht lag es daran, dass Sie dem Wahlkreismandat keine große Bedeutung beimessen. Aber spätestens seitdem die Landwirte, Fuhrunternehmer, Mittelständler und Handwerker nicht nur überall im Land demonstrieren, sondern extra zu Ihnen nach Berlin gekommen sind, müssten die Stimmung, der Frust und die Probleme auch bei Ihnen angekommen sein. Und da braucht es endlich Lösungen. Eine vernünftige Energiepolitik, die das Angebot ausweitet und nicht verknappt. Eine wettbewerbsfähige Steuerpolitik, die spürbar entlastet und nicht zusätzlich belastet. Eine umsetzbare Regulatorik, die einfacher wird und nicht immer komplizierter und detaillierter. Eine verständliche Kommunikation, die Vertrauen schafft und nicht zerstört. Verlässliche Entscheidungen und nicht dieses ständige Hin und Her. Wenn Unternehmen noch Anfang Dezember eine Reduzierung der Netzentgelte versprochen wird, sie kurz vor Weihnachten dann das Gegenteil mitgeteilt bekommen und sie nur wenige Tage später enorme zusätzliche Belastungen finanzieren müssen, dann kann das Unternehmen nicht mehr planen. Das führt unweigerlich zu Vertrauensverlust und zu Unsicherheit. Und wenn vorher schon der Brandbrief der großen Wirtschaftsverbände erwähnt wurde, diese Entwicklungen, das ist ein Zitat aus diesem Brief, diese Entwicklungen gehen an den Kern des wirtschaftlichen Fundaments unseres Landes. Es braucht ein Umlenken. Die Politik muss neue Prioritäten setzen. Und deswegen brauchen wir einen Politikwechsel für Vertrauen, für mehr Wachstum und für unsere Wirtschaft und Gesellschaft. Vielen Dank. Und wieder einer der mittlerweile 42 fraktionslosen Abgeordneten hier im Deutschen Bundestag. Das Ganze wird ja nur noch bis morgen dauern. Christian Laie. Er ist beim Bündnis Sarah Wagenknecht, das morgen genauso wie die Linke den Gruppenstatus hier im Deutschen Bundestag erhalten wird. Christian Laie. Meine Damen und Herren, was ein Chaos in der Wirtschaftspolitik. Wie viele Brandbriefe hat die Bundesregierung jetzt eigentlich bekommen? Von der Stahlallianz der Länder, von den Gewerkschaften, von der Industrie. Und alle machen sich Sorgen um den Erhalt der Industrie und um den Erhalt der Arbeitsplätze. Und es ist ja auch kein Wunder bei den Energiepreisen. Erst einen Wirtschaftskrieg führen mit dem wichtigsten Gaslieferanten, dann zu wenig staatliche Hilfen anbieten und dann diese Hilfen im aktuellen Haushalt noch mal reduzieren, was die Energiepreise nach oben bringt. Und diese ganze Debatte, die wir hier führen, die hat doch einen Grund. Und die Überschrift ist: Es ist zu wenig Geld da im Haushalt. Die Ampel fährt lieber das Land gegen die Wand, anstatt die Milliardäre zu besteuern oder von der Schuldenbremse abzulassen. Jeder sieht doch, sie kriegen nicht einmal die Instandhaltung der bestehenden Infrastruktur finanziert. Es fehlen 47 Milliarden Euro an den deutschen Schulen. Es fehlen bis 2030 372 Milliarden Euro in den kommunalen Verkehrsnetzen. Jede zweite Brücke ist in keinem guten Zustand. Und dann wollen Sie die rund 500 Milliarden Euro, die der ökologische Umbau mindestens kostet, aus der Portokasse bezahlen oder durch eine andere Prioritätensetzung? Herr Laie, Entschuldigung, gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung des Kollegen Banatschak? Kollege Banatschak. Herr Banatschak, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Kollege Laie, Sie sprechen jetzt dafür eine Partei, die am Wochenende auch ein Wahlprogramm miteinander beschlossen hat, in dem eigentlich die Verantwortung dafür, dass in der Ukraine Menschen sterben, gar nicht eindeutig beim russischen Aggressor gesehen werden. Sie sprechen ja für eine Fraktion oder eine Partei, eine Gruppe hier, die bis heute es nicht schafft, das zu verurteilen, ohne in irgendeiner Form zu relativieren. Und Sie haben gerade gesagt, diese Bundesregierung führt einen Wirtschaftskrieg gegen Russland. Ich finde das eine solche Infamität.
Es ist so dermaßen infam in einer Situation, in der noch immer Menschen sterben, diese Täter-Opfer-Umkehr immer weiter zu betreiben. Es ist nicht Deutschland, das einen Wirtschaftskrieg gegen Russland führt. Es ist Russland, das einen brutalen völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Ukraine führt und das einen Wirtschaftskrieg mit Deutschland, mit der Europäischen Union und mit dem Rest der Welt führt, mit Energie, mit Hungersnöten und so weiter. Ich fordere Sie auf, diese Aussage zurechtzurücken und Täter und Opfer richtig zu benennen. Ja, Herr Banatschak, das möchte ich sehr gerne zurechtrücken, weil es kann nicht sein, dass Sie jedes Mal, und das gilt ja nicht nur für Sie, sondern das gilt ja für ganze Teile der Ampel, so an die Decke gehen, wenn jemand Wirtschaftskrieg sagt. Ich zitiere Robert Habeck aus dem Frühjahr letzten Jahres. Wir sind Robert Habeck im ZDF. Wir sind, bitte nicht unterbrechen, bitte nicht unterbrechen. Wir sind Wirtschaftskriegspartei. Ihr Wirtschaftsminister im öffentlichen Fernsehen, da sind Sie ja auch nicht an die Decke gegangen. Punkt eins. Und ich bitte Sie, dass sozusagen im Sinne einer sachlichen Diskussion ab hier auch zu lassen. Punkt 2, lassen Sie mich ausreden. Niemand relativiert, wer in die Ukraine einmarschiert ist. Es war Russland, das in die Ukraine einmarschiert ist. Aber was wir nicht mitmachen, ist die Geschichte, dass dieser Krieg der erste Krieg in der Geschichte der Menschheit ist, der ohne Vorgeschichte ausgekommen ist. Erst war Frieden und dann war Krieg. Sie erklären diesen Krieg wie in einem Batman-Film, gut gegen böse. Und so kommt man aus dieser Situation nicht raus. Ehrlichkeit heißt zu wissen, was war die Geschichte, wie sind wir hingekommen. Und das relativiert nichts daran. Und ich habe null Sympathien mit der russischen Regierung. Würde ich das, was ich hier tue, in Russland tun, wäre ich dort im Knast. Das weiß ich. Und damit habe ich null Sympathien. Und trotzdem stehe ich hier und sage, was ist. Und das ist die Aufgabe einer Opposition. Ja, das können wir doch gleich nochmal in Ruhe. Das dürfte jetzt ja deutlich geworden sein. Ich komme zurück zur Rede. Sie wollen also rund 500 Milliarden Euro on top finanzieren aus der Portokasse oder durch eine andere Prioritätensetzung. Jedes Unternehmen würde in so einer Situation einen Kredit aufnehmen. Aber beim Staat soll genau das Gegenteil vernünftig sein. Und das ist jetzt ein bisschen ein peinliches Thema. Aber ich denke, Herr Lindner steckt in einer toxischen Beziehung mit der Schuldenbremse und er kann da nicht loslassen. Und ich finde, jemand müsste mal ein Bierchen mit ihm trinken gehen und mit ihm darüber reden, dass es ihm nicht gut tut und seinem Umfeld auch nicht. Und weil er Finanzminister ist, ist sein Umfeld das Land. Wir leiden alle darunter. Dankeschön. Christian Laie, fraktionslos, er gehört zur BSW. Bündnis Sarah Wagenknecht und es hat eigentlich noch nie ein Volk gegeben, was überfallen worden ist und letzten Endes schuld ist an diesem Überfall. Das behauptet ja der BSW. Bernd Westphal jetzt, der Sprecher für Wirtschaft der SPD. Diese Rede eben zeigt, was passiert, wenn sich ganz links in diesem Parlament und ganz rechts verbinden und solche Positionen, was mit diesem Land passiert. Deshalb haben alle am 9. Juni die Chance dafür zu sorgen, dass diese Parteien nie Verantwortung über dieses Land bekommen. Es ist unerträglich, wenn man sieht, welche Folgen der Krieg in der Ukraine für die Menschen hat und auch für ganz Europa, hier von einem Wirtschaftskrieg gegen Deutschland zu reden. Das ist absolut nicht tragbar, was Sie hier eben abgeliefert haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das, was hier an Stimmung für die deutsche Wirtschaft aufgezeichnet hat, hat mit der Realität nichts zu tun. Wir haben 46 Millionen Beschäftigte in diesem Land, so viel wie noch nie nach 1945. Wir haben einen Rückgang der Inflation trotz globaler Krisen, trotz finanzieller Herausforderungen. Wir haben einen Anstieg von Investitionen. Die KfW hat das für das erste Halbjahr 2023 geschätzt auf 9,6% plus an Investitionen. Wir haben Direktinvestitionen von ausländischen Unternehmen, die den Standort Deutschland als attraktiv sehen. Und das ist etwas, was man positiv bewerten muss und nicht schlecht reden, meine Damen und Herren. Der Chef der Deutschen Bank, Herr Sewing, hat am Montag bei dem Hauptstadtempfang, und da war Herr Merz auch mit dabei, hat das sicherlich auch angehört, ganz klar gesagt, wir sollten aufhören, diesen Wirtschaftsstandort Deutschland schlecht zu reden. Und er hat vor allen Dingen auch, und das finde ich gut, klare Kante gegen die AfD hier auch formuliert. Er hat gesagt, dass die Investoren aus dem Ausland und auch national hier sind, weil wir demokratische Werte und soziale Gerechtigkeit haben. Und das ist das, was unseren Standort ausmacht.
Das, was diese Regierung auf den Weg bringt, sind Zukunftsinvestitionen. Und deshalb sind viele junge Leute hier auf den Besuchertribünen. Das ist etwas, was dann, wenn sie ins Berufsleben eintreten, Wirkung entfalten wird. Das ist eine klimaneutrale Energieversorgung. Das ist ein Wasserstoffkernnetz, was dafür sorgt, dass wir die Energieversorgung der Zukunft aufbauen. Und das hat nichts mit dem Programm der CDU zu tun, die Kernkraftwerke bauen wollen. Wenn Sie sich die Ausschreibung mal angucken, 1,6 Gigawatt PV sind in den Ausschreibungen das Dreifache überzeichnet. So attraktiv ist das, hier zu bauen. Und wenn man sich die Preise anguckt, sind die unter 5 Cent. Da kommt Kernenergie nie hin. Von daher ist das die Zukunftsenergie. Herr Merz hat uns darauf hingewiesen als SPD, was denn mit der Arbeiterpartei SPD ist. Ich will Ihnen mal sagen, diese schäbige Reden, die Sie hier gegen das Bürgergeld halten, wo Herr Fratscher als Ökonom als größte sozialpolitische Errungenschaft dieser Legislaturperiode bezeichnet hat, Sie sollten Ihren Frieden damit machen. Oswald Nell Bräuning, katholische, ich will das nochmal, katholische, Wenn Sie sich das mal angucken, ich glaube, Adolf Kolping und Oswald Nell Bräuning würden sich im Grabe umdrehen, wenn Sie Ihre Reden hier hören. Gestern hat Marcel Reif von einer Menschlichkeit hier gesprochen. Die fehlt bei Ihnen. Sie tragen das Christliche in Ihrem Namen, reden aber hier völlig anders, und das passt nicht zusammen. Ich will also schon lange nicht Herr Merz, und die CDU muss mich erinnern als Partei der Arbeit oder der Partei der arbeitenden Menschen. Ich weiß nicht, mit wie vielen Betriebsräten und Gewerkschaften Sie im letzten Jahr gesprochen haben, wie viele Kontakte von Betriebsratsvorsitzenden in Ihren Handy abgespeichert im Vergleich zu meinem. Ich glaube, da haben Sie eine ganze Menge Nachholbedarf. Als letzten Punkt möchte ich ansprechen, das, was der Wirtschaftsminister angeboten hat, ein Dialog darüber, wie kriegen wir die Transformation finanziert. Und deshalb ist das richtig, alle Instrumente im Haushalt, aber auch außerhalb des Haushalts zu prüfen. Die Ökonomen aller Couleur haben dazu Vorschläge gemacht. Ich finde es eine lohnenswerte Arbeit, sich daran zu setzen, das abzusichern, um hier die Zukunft in Deutschland zu erhalten. Herzlichen Dank. Die nächste Rednerin ist wieder fraktionslos, Johanna Kotar. Sie war lange Jahre in der AfD-Fraktion, ist dann ausgetreten. Und sie hat aber auch nicht vor, eine andere Partei zu gründen, um etwa gegen die AfD zu konkurrieren. Das tut ja der BSW. Anna Kotar. Die britische Financial Times titelt: Wer auf Deutschland blickt, sieht einen Unfall in Zeitlupe. Deutschland sei die schlechteste große Volkswirtschaft der Welt 2023 gewesen. Andere Zitate: Handwerkspräsident Friese: Ich komme mir von der Politik regelrecht verarscht vor. IFO-Chef Füst: Die deutsche Wirtschaft steckt in einer Rezession fest. Arbeitgeberpräsident Dulger: Die Bundesregierung versagt auf ganzer Linie. Es tut mir weh zu sehen, wie tief Deutschland in den letzten 2 Jahren gesunken ist. Was für ein vernichtendes Urteil für den Wirtschaftsminister, der gerade hier am Pult stand und nur geklagt und gejammert hat. Unser Land steckt mitten in einer hausgemachten Krise, die unser aller Zukunft bedroht. Und die Ampel macht keinerlei Anstalten, diesen Kurs zu ändern. In der Rangliste der wettbewerbsfähigsten Länder ist Deutschland auf Platz 22 abgerutscht, 7 Ränge schlechter als im Vorjahr. Firmen machen reihenweise Pleite, 18.100 Insolvenzen im letzten Jahr. Konzerne wie ZF, Bayer und Bosch kündigen den Abbau von zehntausenden Stellen an. 46% der Industrieunternehmen haben oder überlegen, Kapazitäten ins Ausland zu verlegen. Der Industriestrom ist von 2020 bis heute um 155% teurer geworden. Ein kleines Unternehmen muss allein 10 Vollzeitstellen aufwenden, um alle bürokratischen Anforderungen in Deutschland zu erfüllen. Wen wundert es da, dass die Unternehmen die Schnauze voll haben? Was wir jetzt brauchen, ist eine Entlastung der Unternehmen und Planungssicherheit. Wir brauchen ein Reset beim Thema Bürokratie. Bürokratie nicht mit dem Besen durchgehen, sondern mit der Kettensäge. Gleiches beim Thema Steuern und Abgaben und der Energiepolitik. Stellen wir die deutsche Wirtschaft wieder in den Mittelpunkt. Nur das kann den Karren aus dem Dreck ziehen und nicht irgendwelche grünen Ideologien und wirren Staatsinterventionen. Lassen wir den Menschen mehr Geld im Portemonnaie und geben wir ihnen mehr Freiheit. Ein schlanker Staat, eine freie Wirtschaft und eigenverantwortlich handelnde Bürger sind der Weg heraus aus dieser Krise. Es ist nicht schwer, liebe Ampel, man muss es nur wollen. Und das ist das Problem. Sie wollen nicht, aber die Quittung wird kommen. Das kann ich Ihnen versprechen.
Als Nächster hat das Wort für die SPD-Fraktion Andreas Mehltretter. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch 2024 schreiben wir Klimaschutz und Zukunftsinvestitionen ganz groß beim Haushalt, trotz aller Widrigkeiten. Das ist schon noch mal wichtig festzuhalten bei den ganzen Nebelkerzen, die die Union hier heute wieder gezündet hat. Wir unterstützen die Batteriezellenproduktion und Ladeinfrastruktur für Elektroautos und die Entwicklung klimaneutraler Treibstoffe. Wir finanzieren Klimaschutzverträge für die Industrie, Wasserstoffprojekte, den Ausbau der Erneuerbaren und natürlich auch die Wärmewende. Wir wissen, dass beim Thema Heizen Verunsicherung entstanden ist. Wir sorgen mit diesem Haushalt dafür, dass genug Geld für die Förderung beim Heizungstausch vorgesehen ist, damit eben niemand Angst haben muss, wenn die Heizung kaputt geht und getauscht werden muss. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, wenn wir wollen, dass all die vorgesehenen Förderprogramme Wirkung zeigen, brauchen wir Verlässlichkeit. Die Menschen müssen sicher wissen, welche Förderung sie bekommen, wenn sie die Anschaffung eines neuen E-Autos oder eine Wärmepumpe längerfristig planen. Mit dem Haushalt schaffen wir Verlässlichkeit für dieses Jahr. Aber wir müssen jetzt auch schon daran arbeiten, dass wir diese Verlässlichkeit auch über den nächsten Jahreswechsel hinaus sicherstellen. Und da spielt natürlich eins eine ganz entscheidende Rolle: Geld. Klimaschutz ist zwar billiger als kein Klimaschutz, Geld kostet er aber trotzdem. Wenn wir Industrieprozesse umstellen wollen, brauchen wir Investitionen. Wenn wir dabei in Zukunft statt Gas Wasserstoff verwenden wollen, brauchen wir Investitionen. Und wenn die Kommunen E-Busse fahren lassen sollen, brauchen wir Investitionen. Und es ist leider trotz aller Bemühungen nicht so, dass die Einsparnotwendigkeiten an diesen Investitionen spurlos vorübergehen. Das extrem erfolgreiche Programm zur Neuanschaffung klimafreundlicher Busse mussten wir leider einstellen. Einige andere Programme mussten wir reduzieren. Sinnvolle Programme streichen zu müssen, das kann doch niemanden hier zufriedenstellen. Da müssen wir doch an pragmatischen Lösungen arbeiten, wie einem Klimasondervermögen im Grundgesetz, damit wir hier nicht zurückfallen. Die ganze Welt investiert im großen Maßstab in die Transformation. Nur der deutsche Staat schwenkt auf einen Sparkurs ein. Das kann doch langfristig nicht die Lösung sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Noch sind wir nicht so weit. Der Haushalt 2024 ermöglicht ordentliche Klimaschutzinvestitionen. Aber das muss auch in den nächsten Jahren zuverlässig so bleiben. Und bei all dem dürfen wir doch auch nie vergessen, dass es leider viele Menschen in Deutschland gibt, die finanzielle Unterstützung brauchen bei der Transformation. Die CO2-Bepreisung ist gut und richtig, aber wir müssen doch den Leuten, die wenig Geld haben, auch ermöglichen, wirklich umzusteigen. Es kann ja nicht sein, dass die Reichen sich mit moderner Technik vom CO2-Preis freikaufen können und gleichzeitig die Schwächsten die Zeche zahlen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deswegen schaffen wir diese Woche erst einmal Verlässlichkeit für 2024. Aber die Herausforderung, die Transformation dauerhaft, verlässlich und sozial zu finanzieren, die haben wir noch vor uns. Vielen Dank. Und der nächste Redner hier in der Debatte zum Einzelplan 09 Wirtschaft und Klimaschutz ist wieder ein fraktionsloser Abgeordneter. Phoenix-Zuschauer kennen ihn sehr gut, weil er sehr häufig redet. Das ist Robert Fahle, einst aus der AfD ausgetreten. Und seine Redezeit beträgt hier 2 Minuten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Minister Habeck. Der von Ihnen verwaltete Einzelplan 09 umfasst rund 11 Milliarden Euro. Dazu kommen noch die 28 Milliarden Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds. Diese 40 Milliarden Euro könnte man als reine Steuergeldverschwendung bezeichnen. Der Schaden, den Sie mit Ihrer ideologischen Wirtschaftspolitik für unsere Wirtschaft tatsächlich verursachen, ist ein zigfaches größer. Anstelle eines grünen Wirtschaftswunders erleben wir Deindustrialisierung und Wohlstandsvernichtung. Sie transformieren nichts, sie zerstören den Kapitalstock unserer Volkswirtschaft und scheitern beim Aufbau eines neuen Kapitalstocks.
Unsere Wirtschaft schrumpft. Seit 19 Monaten befindet sich das produzierende Gewerbe in der Rezession. Die Industrieproduktion liegt mittlerweile rund 10% unter dem Niveau von 2018. Die deutsche Stahlproduktion hat den niedrigsten Stand seit der Finanzkrise 2009. Das produzierende Gewerbe stellt Schritt für Schritt die Produktion in Deutschland ein und wandert ab. Sie liquidieren den Wohlstand in Deutschland, den sie jetzt in der ganzen Welt verteilen wollen. Sie fahren Deutschland vorsätzlich und unbelehrbar vor die Wand. Die Menschen erkennen das zunehmend. Und weil die Ampel weiß, dass ihr das Wasser bis zum Hals steht und 80% gegen sie sind, verbreiten sie Hass und Hetze in unserer Gesellschaft. Zunächst nur gegen die AfD, aber dann werden sie auch in Richtung der CDU losmarschieren. Das hören wir ja schon, die ersten Ansätze hier im Parlament, wenn gehetzt wird gegen Herrn Spahn oder andere oder hier Herr Merz. So haben die Nazis angefangen. Herr Habeck, Sie haben am Ende die Kommunisten und alle abgeholt. Da waren sie alle gleich. Sehr geehrte Damen und Herren, wir wollen keinen Totalitarismus hier. Sehr geehrter Herr Habeck, wir wollen eine Politik für Deutschland. Sie sind eine Strohpuppe, die für die amerikanischen Ökomilliardäre den Konkurrenzfaktor Deutschland ausschalten. Ihre grüne Politik ist so wie das Dollarzeichen in den Augen Ihrer Strippenzieher. Vielen Dank, ich bin am Ende. Robert Fahle ist am Ende, aber meistens überzieht er dann noch gewaltig. Petra Pau hat jetzt den Vorsitz übernommen und war noch ganz gnädig, wie ich finde. Robert Fahle, wie gesagt, ein häufiger Redner, der auch mit den 2 Minuten natürlich nie auskommt. Letzter Redner hier in der Debatte zum Einzelplan 09 Wirtschaft und Klimaschutz kommt von der SPD, Daniel Rinkert. Zum Schluss der Debatte und nach diesen ekelhaften Äußerungen gehen wir mal zurück in den Tourismuswelt. Die Welt zu Gast bei Freunden, das war das Motto der Fußball-WM 2006. Und auch dieses Jahr 2024 stehen zahlreiche große Sportveranstaltungen hier in Deutschland an, die das touristische Leben hier bereichern werden. Die Handball-EM ist gerade abgeschlossen, die Fußball-EM kommt und vielleicht erleben wir ja auch ein neues Sommermärchen, man wird sehen. Am 14. Juni startet die Europameisterschaft und 51 Spiele werden hier ausgetragen. 2,7 Millionen Menschen werden in den Stadien erwartet und zusätzliche 7 Millionen Menschen auf den Fanmeilen. Also, dieses Sportevent bietet ein ganz großes Potenzial für das positive Image des Reiseland Deutschlands. Das müssen wir weiter fördern und das tut auch dieser Haushalt. Er fördert das nämlich, indem wir die Mittel für die Deutsche Zentrale für Tourismus um 6 Millionen eben erhöhen auf 40,5 Millionen und eben die DZT wirbt für unser Land, für unser schönes Land im Ausland mit 25 Auslandsvertretungen. Das zeigt eben, wie wichtig das eben auch für uns ist. Und dass der Tourismus eine ganz wichtige Branche ist, zeigt auch, dass über 4 Millionen Menschen im Tourismus arbeiten. Aber Tourismus hat auch eine wichtige Rolle, schafft kulturellen Austausch, gegenseitiges Verständnis. Tourismus bietet uns die einzigartige Möglichkeit, Brücken zu bauen, statt Mauern zu errichten. Durch Kontakte mit Menschen aus anderen Kulturen, anderen Ländern können wir Vorurteile und Misstrauen abbauen. Und der Tourismus lehrt uns eben auch, dass unsere Unterschiede nicht trennend, sondern bereichernd sind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Gleichzeitig dürfen wir natürlich nicht ignorieren, dass es rechte Kräfte auch in diesem Parlament gibt, die versuchen, genau diese Offenheit zu untergraben. Das bedeutet, dass wir entschieden gegen jede Form von Hass und Hetze entgegentreten müssen. Das ist wichtig für das Tourismusland Deutschland, denn wir wollen ja die potenziellen Urlaubsgäste hier willkommen heißen. Aber auch die Menschen, die zu uns kommen, um in Deutschland zu arbeiten, wollen wir doch auch willkommen heißen in einer Willkommenskultur. Denn gerade in der Hotellerie, gerade in der Gastronomie brauchen wir die Menschen aus dem Ausland, brauchen wir die Menschen in der Küche, beim Service, am Empfang, liebe Kolleginnen und Kollegen, natürlich auch liebe Genossinnen und Genossen. Deshalb, meine Damen und Herren, wir brauchen Gemeinschaft, Zusammenhalt und Vielfalt für ein erfolgreiches Miteinander und eine erfolgreiche Tourismusbranche. Herzlichen Dank für Aufmerksamkeit und liebe Grüße in die Vulkaneifel. Gute Besserung, liebe Lena.
Ja, den Schluss hat keiner verstanden, aber sei es drum, Daniel Rinkert von der SPD hat hier die Debatte beendet. Wir kommen zur Abstimmung über den Einzelplan 09, Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz in der Ausschussfassung. Hierzu liegt ein Änderungsantrag der Fraktion der AfD auf Drucksache 10.189 vor, über den wir zuerst abstimmen. Wer stimmt dafür? Danke. Wer stimmt dagegen? Danke. Wer enthält sich? Der Änderungsantrag ist gegen die Stimmen der AfD-Fraktion mit den Stimmen der übrigen Mitglieder des Hauses abgelehnt. Dieser Änderungsantrag kam auch von der AfD und jetzt gibt es einen Entschließungsantrag ebenfalls von der AfD. Wer stimmt dafür? Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer stimmt dagegen? Danke. Und wer enthält sich? Der Einzelplan 09 ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen der Oppositionsfraktionen und fraktionslosen Abgeordneten angenommen. Sie haben es gemerkt, das war der Haushalt Einzelplan 09, der hier in zweiter Lesung abgestimmt wurde.